Der Werner Altnickel, den möchte ich euch vorstellen hier. Werner Altnickel spricht heute. Er spricht heute wenig oder so gut wie gar nicht über Chemtrails oder ähnliches, sondern mal über die Politik in Deutschland. Das läuft hier ab. Dankeschön. Werner, ja. Deine Bühne. Okay. Bekannt geworden bin ich ja dadurch, dass ich mit Chemtrail-Aufklärung angefangen habe im Jahr 2003. Und zwar, ich selbst war ja 17 Jahre bei Greenpeace und bin also daraus geflogen im Jahr 2005, dass ich mit bestimmten Themen angefangen bin. Nun muss man sagen, wie ich also bei Greenpeace angefangen bin, dann war das 1987. Waren das noch ganz andere Zeiten. Wir konnten Aktionen machen, mehr oder weniger ohne jemanden zu fragen. Das wurde dann immer mehr eingeschränkt. Ich will jetzt auch gar nicht so viel über Greenpeace erzählen. Auf jeden Fall, bestimmte Themen wurden überhaupt nicht mehr angetastet. Und zwar, was als erstes auffiel, war die Nuclear Free Seas Kampagne, also nuklearfreie Meere, wurde eingestellt. Die Campaignerin ging. Es passierte überhaupt nichts mehr. Antikriegspolitik passierte auch nichts mehr. Spätestens ab 2003, also seit dem zweiten Irakkrieg, ist das absolut vakant bei Greenpeace. Es wird überhaupt nichts mehr gesagt über Kegel, obwohl das ja Greenpeace heißt, Peace, Frieden, ne? Es wird überhaupt nichts über Uranmunition erzählt. Die Amerikaner führen einen unerklärten Nuklearkrieg seit etlichen Jahren, also angefangen beim Kosovo-Konflikt schon, wo also auch schon zig Tonnen Uranmunition verschossen wurden, die hochgefährlich ist, weil sie verdammt beim Auftreffen und ist zu behandeln wie chemischer Staub, der auch geächtet ist unter Kriegswaffenächtung, also ähnlich zu behandeln wie chemische Waffen. Sie haben im Irakkrieg 2500 Tonnen Uranmunition verschossen, mehrere Millionen 3,5 Zentimeter Geschosse von den Hubschraubern aus und so weiter, auch auf Leute, aber auch, das sind eigentlich panzerbrechende Waffen. Bis zu 1000 Kilobomben mitten in die Städte hinein, in Afghanistan die Wasseraquifere bombardiert, also das Trinkwasser verseucht, absichtlich. Das wurde dann deklariert, als wenn sie Bin Laden da gesucht hätten und deswegen da gebombt haben. Das waren ganz andere Ziele. Es geht um einen riesen Genozid und zwar, ich behaupte, und nicht nur ich, um einen absichtlich. So, also das mal so als Anleitung. Ich will nur ganz kurz durchgehen. Ich will, wie Ernie schon gesagt hat, also nicht so viel über Wetterkontrolle und so weiter erzählen. Ich habe am Stand eine ganz gute Zusammenfassung, also so eine Broschüre, 16 Seiten, da kann man das alles ganz gut nachlesen, weil ich da jetzt heute eben nicht länger darüber referieren wollte. Da sind also jede Menge Sachen aufgeführt, die da am Laufen sind, zusammen mit Aussagen zum Beispiel von einem FBI-Chef Gunderson, der das bestätigt, dass diese Sachen stattfinden. Von der UBA eine Geschichte, dann hier ein NATO-General, der Fabio Mini, der also im Kosovo NATO-Oberbefehlshaber war, der das also auch bestätigt. Wir haben die Aussage von dem grünen Abgeordneten Werner Schulz bei der EU, wo wir mit 48 Leuten aus 16 Nationen waren und das reklamiert haben, der mit den Worten, diese Dinge am Himmel, also diese hübschen Streifen, ja, aus Aluminium, Barium und anderen Stoffen, also er hat wörtlich gesagt, wir sprechen hier nicht nur von Versuchen, sondern es wird ja bereits angewendet, der Himmel wird ja in gewisser Weise bereits verarbeitet, also Original Schulz. Der ist dann also eingedampft worden, er hat das also dann nicht mehr wiederholt, aber er hat es immerhin gesagt. Ich habe das also gefilmt, das hat er vielleicht nicht gemerkt und habe es dann ins Netz gestellt. Dokumente sind da drin, schon angefangen von 1992, wo Berechnungen gemacht wurden, was die billigste Version ist, um hier quasi den Himmel eben zu, sag ich mal, zu verdunkeln. Ich habe im Jahre 2011 eine Aktion gemacht, bei Greenpeace, kann man von da hinten wahrscheinlich jetzt nicht so gut sehen, wo wir ein 16 Quadratmeter großes Transparent gehisst haben und so weiter und so fort. Zu den Hub-Anlagen nochmal ganz kurz, ist da auch kurz behandelt, da gibt es also inzwischen mindestens 15 Anlagen. Übrigens vieles, was also als Hub deklariert wird im Internet, ist gar kein Hub, da wird sehr viel Schindluder getrieben. Also man kann natürlich jede Sendeanlage benutzen, für dubiose Zwecke, aber nicht alles, was Hub genannt wird, ist Hub. Wir haben also, wenn man bei Hub bleibt, im Grunde, die so aufgebaut sind, eben die Anlage in Gekona, Alaska, die aber stillgelegt ist. Übrigens, was vorhin diskutiert wurde, nur eine kurze Bemerkung dazu. Wenn es hier einen zentralen Stromausfall gibt, dann gehen die Dinger noch lange nicht.
kaputt. Die sind hochgeschirmt, sie haben also auch extra Energieerzeugungsanlagen, die sind absolut autark. Das nochmal so nebenbei. Also von daher ist das sehr fraglich, was uns da noch ereilt. Das kann wahrscheinlich keiner so richtig voraussagen. Gut. Wir haben am Stand ja auch ein Buch, also um eben abschließend zu dem Thema noch was zu sagen, also wo es jetzt um diese allgemeine Wetterkontrolle geht, von Rosalie Bertell, eine alternative Nobelpreisträgerin, die quasi sehr vieles beschrieben hat, unter anderem eben auch diese Geschichten mit der elektronischen Kriegführung. Man kann also heute mit Riesenanlagen, also das ist jetzt ein Teil der Abbildung in der Ukraine, die auch eine Rolle gespielt hat, warum also die Anlage da in die Luft geflogen ist, die Tschernobyl-Anlage, weil es einen Schlagabtausch von den Amerikanern und den Russen gab. Deswegen ist das Ding in die Luft geflogen und Teile dieser Dinger sind beschrieben in diesem Buch, was wir hier heute zum Sonderpreis anbieten für 12 Euro. Rosalie Bertell. Okay, das wäre das. Kurzer Überflug über das Ganze. Dann eine weitere Broschüre über die wahre Katastrophe von Tschernobyl, nur um das mal ganz kurz anzuweisen. Viele dieser Dinge, die jetzt stattfinden, Erdbebenerzeugung und, sind künstlich gemacht. Also ich habe hier eine Abbildung von der Riesenanlage, die also da in der Nähe von Tschernobyl steht. Diese Antennen waren, ich weiß nicht, ob die von da hinten zu sehen ist, die sind 600 Meter lang und 150 Meter hoch. Zwei Stück. Die haben aber nicht nur die beiden Anlagen, die haben eine Menge mehr noch davon. Mit diesen Anlagen kann man Wärme über den Horizont schicken, also über die Ionosphäre an jeden Punkt der Erde. Man kann Erdbeben erzeugen, man kann Wärme hinbringen, man kann sehr große Hitze schlagartig hinbringen, man kann nukleare Explosionen, also nicht nukleare, man kann Explosionen herstellen, die Wirkung haben von nuklearen Explosionen, aber ohne Strahlungsfallout und sowas. Man kann in Tiefbunkern die Leute auch einfrieren, also Wärme entziehen und so weiter. Will ich jetzt nur kurz streifen, weil es heute ja nicht Thema ist. Also das sind sehr hübsche Aussichten. So ist also der Tschernobyl-Reaktor in der Luft geflogen, gehe jetzt aber nicht näher ein dazu. Vielleicht nur ein einziges Bild dazu. Das ist ausführlich eine Broschüre, die wir da ausliegen haben. Für 1 Euro können Sie die erwerben. Hier können Sie sehen, wie das Ding in die Luft geflogen ist. Klar, bumm. Also wie das aus einem Kanonenrohr rausgeschossen ist, kann man vielleicht sehen von da hinten, ja? Nahezu 94% alles radioaktiven Inventars wurde nach draußen verstreut. Was haben die uns erzählt? Nur 4% wären frei geworden. Nur das Gegenteil ist wahr. Gut, kann man alles nachlesen. Auch die Unfälle, die die UdSSR damals schon hatte mit dieser Technik. Skalarwellentechnik funktioniert eben etwas anders, ist in der Broschüre als dargelegt. Können Sie auf meiner Seite chemtrail.de übrigens auch als PDF runterladen und mal irgendwie Bekannten und so weiterleiten. Nur für die Leute, die das im Internet noch nicht kennen. Da gibt es auch noch einen. So, wozu ich also heute reden wollte, ist nicht nur über die BRD, sondern es findet ja ein weltweiter Kampf gegen die Menschheit statt. Man muss es einfach mal so sagen. Und diese Geschichten sind ja ausgedacht worden von Leuten vor, ja, ich meine, ein Name ist Graf Kudowe von Kalergi, der zum Beispiel sehr stark damit zu tun hat mit unserer Einwanderungspolitik, die wir jetzt hier haben. Aber ich will mal ein kleines Video voranschicken von Hermann Scheer, der nach dieser Aussage, ein paar Wochen nach dieser Aussage dann tot war. Ob es an der Aussage lag, kann man so nicht behaupten, aber er sagt sehr wichtige Dinge, sowohl zu den Dingen, die man heute ja Verschwörungstheorie nennt, als auch, was er am Ende sagt, ist vielleicht noch wichtiger, dass der Feind nämlich heute ganz woanders sitzt. Ich spiele das mal eben an, das sind nur ein paar Minuten. Es gibt natürlich einen Totschlagsbegriff Verschwörungstheorie. Wer alles abtun soll, was in dem Zusammenhang an Vermutungen, konkreten Verdachtsmomenten und so weiter da ist. Und womit ja dann unterstellt wird, indirekt mit diesem Totschlagsbegriff, es gäbe keine Verschwörungen. Aber natürlich gibt es Verschwörungen, selbstverständlich. Und die beste Möglichkeit von Verschwörungen abzudenken, ist einfach Verschwörungstheorie aus der Luft gegriffen, irgendwie herbeifantasiert oder sonst etwas. Aber die Vorgänge, die nun wirklich einigermaßen dokumentiert sind, alles andere als Verschwörungstheorien, das waren Verschwörungen. Die Aufgabe bleibt, dass institutionelle Vorkehrungen getroffen werden müssen, die allesamt mit Transparenz zusammenhängen.
bemüht sich eine Demokratie vor ihren Unterminierern schützen kann. Der Feind sitzt innen, heute mehr denn je und nicht mehr außen. Er sitzt mehr denn je innen. Ja, das zeigt ja, der Feind sitzt innen, ihr habt es gehört, ja? Sowas darf man überhaupt nicht sagen. Und genau so ist es. Nahezu alle Spitzenpolitiker, ja, sind nicht für die Völker da, sondern für die Finanzmafia, für die Wirtschaft und so weiter. Gut, viele, die hier sitzen, werden das inzwischen mitgekriegt haben, aber hier war eben eine sehr deutliche Aussage zu diesen gesamten Dingen. Ich fange nochmal mit einem Zitat an von Goethe an die Deutschen. In derselben Weise tröstet auch nur der Glaube an Deutschlands Zukunft. Ich halte ihn so fest, als Sie diesen glauben. Ja, das deutsche Volk verspricht eine Zukunft und hat eine Zukunft. Das Schicksal der Deutschen ist, mit Napoleon zu reden, noch nicht erfüllt. Hätten sie keine andere Aufgabe zu erfüllen gehabt, als das Römische Reich zu zerbrechen und eine neue Welt zu schaffen oder zu ordnen, sie würden längst zugrunde gegangen sein. Da sie aber fortbestanden sind und in solcher Kraft und Tüchtigkeit, so müssen sie nach meinem Glauben noch eine große Bestimmung haben. Eine Bestimmung, welche um so viel größer sein wird, dass jenes gewaltige Werk der Zerstörung des Römischen Reiches und der Gestaltung des Mittelalters als ihre Bildung jetzt höher steht. Also das sollten wir auch nie vergessen, wir sollten die Hoffnung auch nicht aufgeben. Deswegen schicke ich das hier voran, weil einige Sachen, die gleich mitteile, sind ja nicht so sehr schön und vielleicht bringen die einige Leute dazu zu resignieren. Das sollten wir nicht. Der Glaube versetzt Berge, das steht schon in der Bibel und so ist es auch. Und wenn man zweifelt, kann man wieder in den Startblöcken beginnen. So ist es auch. Mein ganzes Leben ist so gelaufen. Ich habe bis jetzt alle Ziele, die ich mir vorgenommen habe, erreicht. Ich bin zwar ein paar Mal auch aus die Nase und vor die Wand gelaufen, aber da muss man halt wieder aufstehen. Und wenn wir das tun, gemeinsam, dann haben wir noch lange nicht verloren. Das wollte ich nochmal zum Mut machen. Wird zum Besten gehen. So, ich beginne jetzt mal. Insofern ist das vielleicht eine ganz gute Überleitung mit der ganzen atomaren Geschichte, die uns hier letztendlich übergebügelt wird. Und zwar gibt es da ein sehr interessantes Schreiben, was ich hier mal eben einblende, das man mit Sicherheit von da hinten nicht lesen kann. Und zwar, das Ding ist relativ alt, aber es fing ja alles sehr früh an. Am 28. Oktober 1961 erschien in den Salzburger Nachrichten Politische Rundschau Nummer 3. Atomare Verseuchung als Machtprogramm. Gespräch mit einem Kenner der sowjetischen Welt. Der tritt hier verständlicherweise nicht mit Namen auf, sonst wäre er wahrscheinlich tot, der Mann. Und er hat sehr interessante Dinge damals schon mitgeteilt, die sich jetzt nach und nach bestätigt haben. Das ist also ein gelehrter Kenner der Sowjet-Sachen. Ich kann nur so ein bisschen drüber springen, das ganze Ding ist zu viel. Ich setze das aber ins Netz. Ihr könnt das auf chemtrail.de demnächst, wenn ich also hier meinen Vortrag hier reinstelle, wenn ich da einen Link drunter setze, dann könnt ihr das da genau runterziehen und auch veröffentlichen, wenn ihr wollt. Also, Herr Doktor, wie beurteilen Sie aufgrund Ihrer Informationen die sowjetischen Atomtests? Antwort: Es handelt sich bei diesen auf europäischem Boden zur Zündung gebrachten Kernwaffen nicht mehr um Tests. Wir haben es hier mit der Durchführung eines Konzepts zu tun, dessen Vorbereitung, wie wir vermuten, mit einer Konferenz auf transuralischem Boden im Jahre 1951, also vor über einem Jahrzehnt, begann. Damals legten sich die Führungsgremien der UdSSR auf eine neue Form des biologischen Krieges fest, der ohne Kriegserklärung und ohne Rücksichtnahme auf die Völker des sowjetischen Machtbereichs bis zur völligen Lähmung des Widerstandswillens der freien Welt geführt werden soll. Gut, man kann ja jetzt ja denken, die Sowjets sind ja nicht mehr an der Macht. Das denkt man vielleicht. Man muss bloß ein bisschen umdenken, die sitzen nicht mehr unbedingt in Russland. Die saßen auch damals, die Lenker, nicht in Russland, sondern einige dieser Herren saßen schon immer in der Wall Street, was ich also hier noch darlegen werde. Mal weiter mit der Geschichte hier. Dann ging es also darum, damals schon die fünfte Kolonne in den USA, um die fünfte Kolonne voll zum Einsatz zu bringen. Ich meine damit unter anderem die publizistische Tätigkeit führender US-Kreise, wohlgemerkt 1961 und früher schon, die jederzeit bereit sind, die Wirkung von Megatonnenbomben zu übersehen oder zu verfälschen.
Mr. Hunter, Beauftragter für innere Sicherheit der USA, nannte vor dem Senat diese Kreise die verlässlichsten Helfershelfer der Sowjets. Jene Gentlemen sind nicht Helfer, sondern Angehörige der handelnden sowjetischen Gruppe, deren Ziel ein Rassenvernichtungskampf ist, und damit haben wir es heute zu tun, in größter Deutlichkeit, wenn das noch nicht aufgegangen ist, der wird demnächst noch merken, was uns blüht, wie ihn die Weltgeschichte bisher noch nicht sah. Die Sprache von handelnder sowjetischer Gruppe, ist diese nicht identisch mit dem Exekutivkomitee der Partei oder mit dem jeweiligen Regierungschef? In keiner Weise. Und dies ist eine der sowjetischen Geheimwaffen. Beide genannten Organe dienen lediglich der Verschleierung der wirklichen Machthaber. Jetzt geht das noch so ein bisschen weiter, machen wir einen Sprung. Gemeinsam ist ihnen, also den gewissen Leuten da, also diesen jeweiligen Ostexperten, die eben an die Macht gelangten Exponenten bescheinigten, dass sich in ihrer Hand alle Macht vereinige und dass ein neuer roter Zar geboren sei. Also hat die amerikanische Presse im Prinzip so dargestellt. Über Leute wie Berilja oder Malikanov, Bulgarin oder Voroschilov, Khrushchev oder Schukow. Schukow war so General, ne? Keiner dieser Kommentatoren kam beim unausbleiblichen Sturz des eben an der totalen Macht befindlichen Alleinbeherrschers auf die Idee, die Frage zu stellen, wer war stärker als diese Strohmänner? Und wenn wir jetzt denken, die ganzen mächtigen Obama oder jetzt auch Trump und so weiter, das sind keine wichtigen, das sind diese damals auch schon Strohmänner benannten Leute, die nur einen schmalen Handlungsspielraum haben. Und wenn sie die Leitlinie nicht einhalten, sind sie ganz schnell weg. Die müssen nicht unbedingt immer umgebracht werden, die können auch über die Presse vernichtet werden und das geschieht sehr oft. Wer stürzte sie? Wer verbirgt sich dahinter? Denn logischerweise muss die Gruppe im Hintergrund, die in Wahrheit eine vorwiegend nicht-russische, völlig der endgültigen Wehrherrschaft verschwiegene Minderheit darstellt und vieles stärker sein als die jeweils herausgestellten Werkzeuge. Die handelnde Gruppe ist daher nicht identisch mit dem in Erscheinung tretenden Funktionären. Dieser kardinale Tatbestand sollte dem noch freien Teil der Menschheit ein für alle Mal klar werden. Frage: Wen oder welche Regierung betrachtet diese Gruppe als vorzüglichste Gegner? Weder einen Einzelnen noch ein einzelnes Volk. Diese Gruppe denkt im weltweiten Maßstab, sie sieht ihre Weltherrschaft in erster Linie gefährdet durch den Bestand derer, wie wir es nennen, Aktivrassen. Aktivrassen? Welche vorwiegend die nördlichen Gebiete dieser Erde bewohnen und die USA, Kanada, Europa, die russischen Völker, China und Japan umfassen. Also anscheinend gibt es auch Passivrassen, die nicht gefährlich sind für diese Leute. Weil die Aktivrassen nämlich bestimmte Dinge erkennen und auch dagegen anarbeiten, gegen diese Ziele. Und dann überlegt mal, was jetzt hier stattfindet mit der Einwanderung. Welche Rassen sind denn jetzt betroffen? Vorläufig, außer Russland. Und ein paar Oststaaten, die da noch dicht machen. Noch vor wenigen Jahren wäre es undenkbar erschienen, diesen gewaltigen schöpferischen Bereich der Menschheit, wozu wir anscheinend gehören, den Vernichtungskampf anzusagen, und zwar gleichsam aus seinen eigenen Zentren heraus. Das hat der Scheer gerade gesagt, der übrigens damals im Gespräch war als Wirtschaftsminister, das durfte er natürlich überhaupt nicht werden, weil er auch gewaltig gegen die Atomindustrie angegangen ist und. Der hat auch den deutschen, den europäischen Solarpreis von Eurosolar bekommen. Ich habe übrigens einen deutschen Solarpreis 1997 bekommen, ganz nebenbei. Aus den Händen von Hermann Scheer und Franz Al. Also, und zwar gleichsam aus seinen eigenen Zentren heraus in skrupellose Missbrauch jener technischen Mittel, die diese Völker selbst schufen. Ja, super, ja. Was machen wir denn? Wir entwickeln U-Boote, da sitzen die Amerikaner schon drin, die Israelis auch. Wir verschenken super U-Boote, die auch kaum ortbar sind an Israel und so weiter. Das steht jetzt hier nicht drin, das ist nur eine Randbemerkung. Die Voraussetzung dafür war, geht jetzt hier weiter im Text, dass sich jener wissenschaftlichen Schlüsselpositionen zu versichern, die die sogenannten Staatsmänner zur Erfüllungsgehilfen, was knackt da hinten immer? Kann er mal auch haben zu knacken.
Ach so. Seitdem kann man nicht mehr viel. Ein Wiedergeschehen. Ohne viel zu reden. Okay, also. Die sogenannten Staatsmänner zu Erfüllungsgehilfen und Befehlsempfängern der kastenartig abgeschirmten Kommandostellen macht. Also, die sogenannten Staatsmänner zu Erfüllungsgehilfen und Befehlsempfängern der kastenartig abgeschirmten Kommandostellen macht. Diese Schlüsselpositionen wurden besetzt. Da können wir von ausgehen, dass fast alle Schlüsselstellen besetzt sind. Und die Säuberungen gehen weiter. Wenn noch Leute dabei sind, die jetzt also im Sinne des Volkes agieren, die werden kaltgestellt. Oder ihnen wird klargemacht, entweder über Erpressung oder alle möglichen anderen Möglichkeiten, dass sie bestimmte Dinge nicht anzutasten haben. Es ist eines der düstersten Kapitel der Menschheitsgeschichte, in welcher im Umfange der Westen durch Verrat seine eigene Versklavung mitveranlasste und weiterhin duldet. Jetzt fragt er weiter, der Zeitungskommentator. Besitzen wir Unterlagen über diese experimentelle Tätigkeit dieses kriminellen Brain Trusts auf sowjetischem Boden? Ja, in gewissem Umfang. Die sowjetischen Versuche der Jahre 48 bis 1956 gingen in erster Linie auf Kosten der nordrussischen und sibirischen Völker und des Raumes. Wir wissen heute um Gebiete, die auf Jahre hinaus durch Totalverseuchung unbetretbar geworden sind, und wir kennen Sondermaßnahmen zur Bekämpfung der Massenleukämie, was hier überhaupt nicht bekannt geworden ist, um dem Produktions- und Leistungsausfall der Straflager, die Millionen Menschen umfassen, zu begegnen. Jetzt wieder ein kleiner Sprung. Es gelang in einzelnen Fällen, also der UdSSR, das Massensterben um 6 bis 12 Monate hinauszuschieben. Weit über dem Bereich der tödlichen verseuchten Gebiete wurde in Räumen, die tausende Kilometer von den Teststationen entfernt waren, lähmende Wirkungen auf die Menschen registriert. Dies wurde derart wirksam, dass die dadurch begründete Nichterfüllung des vorgeschriebenen Plansaals von dem sowjetischen Geheimdienst unter einer eigenen Chiffre und die Kommandostelle an die Kommandostelle gemeldet wurde. Als Abkürzung wurde das aus dem russischen Alphabet eliminierte harte Zeichen verwandt. Haben wir hier einen Russen? Oder jemand, der der russischen Sprache mächtig ist? Also wenn ihr da mal was, erfragt das mal, was das bedeutet, dieses harte Zeichen, weil da bin ich bis jetzt auch nicht hintergekommen. Weiter geht's. Die handelnde Gruppe verfügt heute ohne Zweifel über großes Erfahrungsmaterial und vermag sich zumindest über die unmittelbaren Folgen der Atomwaffe ein ungefähres Bild zu machen. Sie hat für ihren internen Bereich präventive Maßnahmen veranlasst. Die rein genetischen Wirkungen werden vermutlich erst in Jahrzehnten zur Gänze überschaubar sein. Ja, jetzt kommt der Abschluss. Welche Haltung können wir angesichts einer solchen akuten Bedrohung einnehmen? Das Wichtigste scheint mir, sagt der Experte, über die Größe der Gefahr illusionslos zu werden. Illusionslos zu werden. Also die Täuschung zu erkennen. Das Wort Enttäuschung ist ja eigentlich positiv. Die Täuschung ist anschließend weg. Die meisten Leute sagen, ich bin aber enttäuscht. Das ist doch gut. Ja? Das Ende einer Täuschung. Genau, das Ende einer Täuschung. Denn die Taktik der Mörder besteht darin, das Opfer in Sicherheit und Unkenntnis zu wiegen und es durch Ablenkung wehrlos zu machen. Abschluss. Absolut wichtiges Dokument. Und wenn wir mal überlegen, wir erfahren von bestimmten Dingen so gut wie nichts. Wenn irgendwelche großen Dinge passieren, dann wird das per Ablenkungsschoß gemacht. Heute haben wir ja zusätzlich noch die hübschen Handys, ja, die Wisch- und Weggeräte und was weiß ich. Wenn man heute Jugendlichen sieht, die gucken ja gar nicht mehr in die Natur, sondern nur noch auf den Bildschirm. Zu Hause auf den riesen Big Brother Bildschirm. Dann im Zimmerchen auf den Laptop Bildschirm. Wenn sie unterwegs sind, auf den kleinen Big Brother. In allen diesen Geräten sind heutzutage in der neuesten Generation sowohl Mikrofone drin als auch Kameras. Also habe ich den Big Brother mal dabei und bezahle ihn auch noch. Super. Ja, also mal dran denken. Außerdem werden wir verstrahlt. Ich habe dazu auch ein Buch, was das bedeutet, wenn man das Ding, also das Handy an den Kopf hält. Jetzt mal so einen kleinen Sprung beiseite. Wenn Sie das Gerät auf den Tisch legen und das Messgerät daneben legen, haben Sie einen Ausschlag von 15 bis 50 Nanotesla. Das ist also die Messeinheit für elektromagnetische Strahlung. Wenn Sie auf Sendung gehen mit dem Handy, haben Sie über 2000 Nanotesla. Das geht über den Messbereich hinaus. Das ist die gleiche Stärke, als wenn Sie sich unter einer 380.000 Volt Leitung befinden. Es ist sogar gefährlicher, weil die Frequenzen in bestimmten Takt laufen, die also uns ganz besonders beeinträchtigen. Das ist vielleicht auch eine Erklärung dazu, neben den Sachen, die mit Ernährung passieren, Zusätze und, den Impfungen und so weiter, dass die Leute heute nicht mehr so helle im Kopf sind. Weil so kann man sie ja auch viel besser beeinflussen.
So. Dann nochmal was Altes. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu viel Lesestunde. Aber heute ist es ja so, den Kindern, also mir wurden die Märchen noch vorgelesen, das ist auch ganz wichtig. Das wichtigste Märchen, finde ich, ist das Kaisers neue Kleider, weil die Show spielen wir uns jeden Tag. Ne? Erst als das Kind erkennt, wieso, der Kaiser hat doch gar nichts an, Hammer. Sagen die anderen, ja, stimmt. Ja, wieso muss das Kind das sehen und die anderen nicht? Aber wir sind heute viele Leute genauso drauf. Sie sehen den Wald von lauter Bäumen nicht, also öfter mal Kindern sowas vorlesen, oder Rumpelstilzchen, wenn man weiß, wer das Ganze verursacht. Ach, wie weiß das, ne? Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen weiß. Wenn du ihn kennst, mit Namen Platz der Kerl. So ist es auch mit vielen Dingen, die mit uns getrieben werden. Wenn wir die Wahrheit erkennen und sie aussprechen, den Mut müssen wir natürlich auch haben. Punkt für Punkt. Ja? Das Weitertragen, auch beim Kaffeekränzchen mal bestimmte Themen anzuschneiden. Dann haben die verloren, das wissen die auch. Aber deswegen müssen sie uns ja ständig ablenken, ja? Weil wir sind ganz viele. Wir müssen bloß uns nicht so vereinzeln lassen, aber sie haben es ja geschafft, uns Kinder gegen Eltern, Frauen gegen Männer, alles schön zu zerteilen, teile und herrsche. Im Großen natürlich genauso, Staaten gegeneinander zu hetzen, Ethnien gegeneinander zu hetzen, es überfällig gebracht haben, was fast passiert wäre, Ost- und Westdeutschland gegeneinander zu jagen, militärisch. Perfekt, ne? Die Jungs sind schon gut drauf, psychologisch und mit allen anderen Dingen. Ich habe ja noch so einen Teil, das Rakowski-Protokoll. Von einem Josef Landowski haben wir auch am Stand. Ganz, ganz wichtiges Teil. War mal ziemlich teuer. 4 Euro kaufen wir da. Also nicht, dass ihr denkt, das ist der Werbeblock jetzt hier. Das ist insofern ganz wichtig. Das ist ein Typ, ich lese mal hinten das Cover so ein bisschen vor. Das Rakowski-Protokoll ist ein historisches Zeugnis von kaum zu überbietender Hintergründigkeit und Dramatik. Dieser gute Herr war Sowjetbotschafter in Paris. Wird unter Stalin 1937 als Angehöriger einer oppositionellen Gruppe verhaftet, die der Diktator flüchtet, also Stalin. Weil Stalin hat ja im Nationalstaatdenken das Ganze hingedreht. Das passte ja den wirklichen Kommunistenleuten nicht, die das da gegründet haben. 80%, die da damals den Kommunismus eingeführt haben, waren ja auch aus einer ganz kleinen Ethnie. Ne? Es war aber nicht wie Tukhachevsky, Grammatik, Jadzik, man entschuldige, wenn ich das nicht richtig ausspreche, und viele weitere Internationalisten, nämlich die, die nicht zum russischen Volk eigentlich gehören, die man da eingeschleust hat, oben in die Stellen, eben von der Wall Street aus, ja, die Stalins Nationalkommunismus ablehnen, liquidiert. Also den haben sie nicht liquidiert, sondern er bekommt eine Chance, sein Leben zu retten. Er soll dem GPU, also dem Geheimdienstbeamten, Gabriel G. Kuzmin, die Motive seiner Konspiration mit der deutschen Reichsregierung und sein Wissen über die Hintergründe der Revolution von 1917 zu Protokoll geben. Ich lese jetzt nicht das ganze Ding durch, das könnt ihr selber machen, aber mal ein paar Zitate, die vielleicht ganz interessant sind. Es wird jetzt eine richtige Lesestunde heute, ne? Ich mache sonst immer viel mit Videos, aber heute quäle ich euch mal. Ihr müsst Aua schreien, wenn ihr das nicht mehr aushaltet. Also, Protokoll der GPU-Vernehmung vom 26.01.38 in Moskau. Also der Vernehmende sagt jetzt zu dem Rakowski: Wenn, wie Sie versichern, jene es gewesen sind, die Hitler zum Führer gemacht haben, müssen Sie Macht über Hitler haben, dass er ihnen gehorcht. Und das antwortet er. Wenn es auch stimmt, dass jene ihn finanziert haben, so haben Sie doch weder seine Existenz noch sein Ziel entdeckt. Der Abgesandte Warburg kam zu ihm mit falschem Namen. Es scheint nicht einmal, als ob Hitler seine Rassenzugehörigkeit erraten hatte. Bin ich da noch laut genug da hinten? Nein? Oder muss ich noch mal? Moment, wo bin ich denn jetzt? Außerdem log er über diejenigen, die er vertrat. Also er hat quasi behauptet, es ginge darum, dass Frankreich gefährlich wäre, dessen Regierung eine Finanzpolitik verfolge, die die Wirtschaftskrise in den USA hervorrufe. Und so weiter. Ich mache da Sprünge. Unser Ziel war, dass Hitler triumphieren sollte, ohne ihm irgendeine Bedingung aufzuerlegen. Das wirkliche Ziel, unser Ziel war, den Krieg zu provozieren, und das war mit Hitler eben möglich. Jetzt ein Sprung, dann sagt er nochmal der Rakowski unter anderem, was er gesagt hat: Jeder echte Kommunist muss in Nachahmung seines Idols Lenin und der anderen großen revolutionären Strategen immer den Krieg wünschen. Ja, warum?
Nichts beschleunigt so den Sieg der Revolution wie der Krieg. Das ist ein marxistisch-leninistisches Dogma. Und jetzt mal ein Kommentar von mir oder auch anderen Leuten. Überlegt mal, was jetzt demnächst passiert. Wir haben finanziellen Zusammenbruch zu erwarten, wirtschaftlichen Zusammenbruch, Arbeiterschaften in Massen wieder, die keine Arbeit haben. Und dann haben wir genau das Klima, um dann wieder eine Art kommunistisches System uns überzufropfen. Das ist hochgefährlich. Das nennen die dann aber nicht mehr Kommunismus, sondern das wird verbrämt mit anderen Begriffen. Heute führt man diese Dinge durch. Jetzt nochmal ein ganz großer Sprung. Also ist die Zeit von Gorbatschow und auch ja, dem Sovkop. Jelzin. Hinter denen ja eine ganze Oligarchenfamilie steckt. Auch übrigens aus so einer kleinen Ethnie. Ja. Gorbatschow turnt jetzt ja nur in den USA rum und predigt ja über die ach so schlimme Klimakatastrophe, die ja auch ein Fake ist. Also eine Lüge im Grunde. Ganz kurzer Sprung, passt aber alles rein. Also CO2 soll ja also uns hier alles kaputt machen und so. Der Mensch mit allen seinen Tätigkeiten verursacht weniger als 5%. Und das CO2 als Anteil hat nur 0,083% Anteil überhaupt an dem ganzen Zeug. Also dass man sich auch mal mit beschäftigen, mal googeln, also die Klimalüge. Inzwischen kommen da auch eine Menge Wissenschaftler in der Ofen vor und sagen auch, wie es ist. Ich habe auch ein Video drauf, was sogar, ich glaube, auf dem Monitor oder so gelaufen ist, wo sie eine BBC-Dokumentation vor x Jahren schon, die das auch widerlegt. Also so. Sie versuchen uns aber damit zu kriegen, ganz böse, also einmal Schuldkomplex wieder, weil wir so viel Auto fahren und so viel heizen und was weiß ich, und wir ja ganz böse, wie die katholische Kirche das seit Jahrtausenden schon gemacht hat. Dann ist der Mensch eher bereit zu sagen, ja, das stimmt ja, und dann müssen wir ja auch wieder zahlen, dann zahlt man auch viel freiwilliger, ne? Die Bußgelder. Deswegen heißt das auch Bußgeld, ne? Wir müssen immer büßen für irgendwas. So, und darüber will man langfristig im Grunde eine andere Art des Kommunismus uns wieder in den westlichen Staaten schmackhaft machen. Und da gibt es zwei super Bücher dazu. Und zwar einmal dieses hier von Thorsten Mann, Weltoktober, wer plant die sozialistische Weltregierung? Ein super Schlüsselbuch, wenn das wirklich interessiert, was die Jungs vorhaben. Da fallen einem richtig, da öffnet einem richtig die Augen. Und vom selben Thorsten Mann, Rote Lügen im grünen Gewand, der kommunistische Hintergrund der Ökobewegung. Kann ich jetzt nicht lange darauf eingehen, so viel Zeit habe ich nicht. Ist aber ein super, super Tipp. Ja? Wer sich für Kriegsgeschichten nochmal interessiert, auch nochmal zwei Videos, die man als DVD erwerben kann. Das eine Ding ist sogar schon auf YouTube zu sehen, der letzte Mythos. Da berichtet also der entfesselte Zweite Weltkrieg, wie es wirklich war. Ne? Man erzählt uns ja immer, dass also wir als ganz böse Deutsche, ne, deswegen ja die ganzen Länder der Welt überfallen haben, war ja ein bisschen anders, gehe ich jetzt auch nicht drauf ein, wir haben jetzt so viel Zeit. Aber da wird mal gut dargestellt, wie es lief, weil die standen erst mal mit fast 30.000 Panzern an der Grenze, die Russen, und das war wirklich ein Primitivangriff, den wir da gemacht haben. Die meisten werden das nicht wissen, weil sowas wird in den Schulen ja nicht gelehrt. Gut, das ist jetzt nochmal so ein kleiner Seitensprung. So, sonst springen wir ja nicht so viel zur Seite. So, jetzt wollen wir mal eben schauen. Also das Wajkowski-Teil hier nochmal kurz. So, abgesprochen war wohl, also von den Obersten damals, im Zweiten Weltkrieg. Also erstmal, warum man Stalin schwächen wollte. Also man, es sollte nicht die UdSSR vernichtet werden. Aber Stalin sollte geschwächt werden, weil er eben das National gesehen hat, das Ganze. Er wollte einen national umfassten Kommunismus haben. So, und jetzt sagt also der, der da um sein Leben redet, den Verstand der reinsten Kommunisten derartig zu verdunkeln, dass sie die Umkehrung gar nicht mehr erkennen, der Stalin verfällt, nämlich die Revolution der Nation unterordnen, statt die Nation der Revolution, weil sie wollten, dass die Nation sich der Revolution unterordnet. Und er hat es eben nicht gemacht. Deswegen hat man ihn ja letztendlich auch ermordet. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Man hat ja Stalin umgelegt. Aber das führt jetzt alles zu weit. Ich kann hier nur mal so Neugierigkeitspunkte setzen, damit ihr euch selber weiter durchwühlt durch den ganzen Mist. So, erstens war also eine wichtige Sache, es sollte keinen Krieg gegen die Sowjetunion geben. Zweitens, dass man ihn unter den bürgerlichen Nationen hervorrufen muss. Das hat eben nicht ganz geklappt, weil da man die Leute nicht so ganz mitgespielt hat. So, dann fragt er, also wer steckt denn dahinter und so weiter und so fort. Also, jetzt kommt die wichtige Sache, die unter Hitler liegt. Ich sage das nur deswegen, weil ja nicht alle sich da so schon mit beschäftigt haben. Der Grund war eigentlich, sagt jetzt der Wajkowski,
dass Hitler, dieser ungebildete Elementarmensch, aus natürlicher Intuition und sogar gegen die technische Opposition von Schacht, also Hilmar Schacht hat ja die Deutsche Bank da damals unter sich gehabt, auch einer übrigens von dieser kleinen Indien, ein höchst gefährliches Wirtschaftssystem geschaffen hat. Hört, hört. Als Analphabet in jeder Wirtschaftstheorie, also Hitler, nur der Notwendigkeit gehorchend, hat er, wie wir es in der Sowjetunion gemacht haben, die internationale wie die private Finanz ausgeschaltet. Und das war natürlich eine Todsünde. Das heißt, er hat sich selber wieder das Privileg, Geld zu machen. Können Sie da hinten mal ein bisschen leiser reden? Können Sie da mal, dass Sie ein bisschen leiser, das ist ja, stört ja ein bisschen. Ja. Angeeignet. Und zwar nicht nur des physischen Geldes, sondern auch das Finanzgeld. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass das Geld geschöpft wird aus dem Nichts, ne? Also er redet weiter. Er hat die intakte Maschine der Falschgeldherstellung, weil das ist es im Grunde ja, aus dem Nichts Geld zu erschaffen, was die Banken ja machen, ja, an sich genommen und lässt sie nun für den Staat laufen. Ja, super, so sollte es auch sein, wenn man überhaupt mit dem System arbeitet. Er hat uns überholt, denn wir haben diese in Russland unterdrückt und so weiter und so fort. So, Hitler war sogar begünstigt dadurch, er besaß fast kein Gold, weil das hat man uns ja abgenommen nach dem Ersten Weltkrieg durch Reparationszahlungen und, und. Ja? Und so war das ein Glücksfall. Und konnte gar nicht in die Versuchung geraten, es, also das Gold, zu seiner Währungsgrundlage zu machen. Da er als einzige Sicherheit für sein Geld nur über die technische Begabung und die machtvolle Arbeitskraft der Deutschen verfügte, wurden Technik und Arbeit sein Goldschatz. Etwas so wesenhaft Gegenrevolutionäres, dass es, wie Sie wissen, radikal, wie durch Zauberkunst, jene Arbeitslosigkeit von mehr als 7 Millionen Technikern und Arbeitern beseitigte. Jetzt antwortet hier der Zeitungsonkel, ja, durch die beschleunigte Aufrüstung, nee, so war es eben nicht. Ne? Erstmal war Wirtschaftsabbau angesagt, dann wurden also auch Schiffe gebaut und nicht als erstes Kriegsschiffe, sondern Handelsschiffe und Straßen gebaut, was weiß ich alles. Die Gefahr ist latent, sagt Rakowski dann auch, also dieses Wirtschaftssystem, weil das hätte das gesamte Wirtschaftssystem, also der Ausräubung der Völker ja beseitigt und das ging nun mal gar nicht. Und da gibt es nur eine Rettung, den Krieg. Und deswegen haben die sich gesagt, okay, wir kriegen das so nicht weg, also muss es einen Krieg geben, damit das ein für alle Mal stirbt. Kleiner Seitensatz von mir jetzt wieder. Wie ist es denn Gaddafi gegangen? Gaddafi hatte Folgendes vor. Er wollte einen Golddinar einführen für die gesamte arabische Welt. Das war auch schon mal wieder eine Todsünde, weil dann gingen alle Geschäfte vorbei am Dollar und an den Geldabsorbemechanismen des geschöpften Geldes. Übrigens lohnt es sich von Gaddafi mal das grüne Buch zu lesen. Das war ein wirklicher Demokratismus, den er davor hatte. Übrigens noch mal ein paar Punkte von wegen Bevölkerungspolitik. Der hat jedem jungen Paar 14.500 Dollar zur Verfügung gestellt, zur Gründung einer Familie. Für jedes Kind 4.000 Dollar. Der Sprit war fast umsonst. Die Krankenversicherung, die Krankenbehandlung und auch das Ausbildungssystem kostete so gut wie nichts. Und so weiter. Informiert euch da mal. Er sollte den UN-Menschenrechtspreis bekommen. Ist das bekannt hier? Wer weiß das? Super. Seid ihr schon ganz gut informiert. Aber so sieht's aus. Und er wurde verteufelt und was weiß ich, und die haben ihn gepfählt. Sie haben ihn eine Eisenstange in den After geschoben. So, ja, das sind die Methoden, um andere Politiker und andere Leute, die aufmucken wollen, zu sagen, sowas machen wir mit euch, wenn ihr nicht pariert. Wir haben es mit einer zutiefst versauten, okkultistisch gebundenen, teuflischen, satanistischen, muss man wirklich schon sagen, Bewegung zu tun, die uns hier regieren. Und zwar in fast allen Völkern, macht euch das nichts vor. Und passt auf, dass wir nicht im Falschen nachrennen, weil sie spielen fast alle mit, fast alle. Sie haben fast alle im Sack. Nur noch die ganz kleinen Völker, die also in letzter Zeit jetzt da weggeputzt wurden, ja, die fehlen noch auf der Liste. Bush hat nach dem 11.09., ich glaube es waren 7 oder 8 Nationen aufgezählt, kann man sich auch alles angucken, hat ja einer ausgeplaudert. Die Pläne bestanden schon im Frühjahr vor 9/11, die ausgelöscht werden sollten. Wo übrigens auch was Kissinger damals auch schon benannt hat in seinen Plänen. Also die Türkei gehört übrigens auch mit dazu. Deswegen war neulich, was in der Türkei lief, der Versuch, Erdogan wegzuputzen, weil der auch national denkt, das geht gar nicht. Sie müssen da einen sitzen haben, der voll die Völker überführt in die neue Weltordnung, wie sie es wollen. Da können sie keinen gebrauchen, der auch nur einen Funken fürs Volk tun will. Das geht so nicht. Und er hat es erkannt, er hat die Leute. Deswegen waren diese Säuberungen, die da jetzt stattfinden, die muss man mal unter dem Aspekt sehen.
Das ist meine private Meinung, aber es gibt auch noch ein paar Leute, die vielleicht noch besser durchblicken, wie ich, mit denen ich mal gesprochen habe. Okay, das war jetzt so ein Nebending. So, halbe Stunde haben wir rum. Also, es geht weiter mit dem Rakowski. Und der hat nämlich einen Plan entwickelt, damit sie sagen, ja okay, wieso bringt er mich denn nicht nachher um? Also, der hat ihnen dann einen Plan entwickelt, nach dem Stalin vorgehen sollte, um sehr viel für sich rauszuholen, aber trotzdem gewisse Ziele für die anderen auch noch mit, damit er auch unterstützt wird, weil er ist ja auch beliefert worden, ne? Er ist ja von Amerika beliefert worden die ganze Zeit, aber immer nur so viel. Wir sind auch von Deutschland, Deutsche sind auch beliefert worden von amerikanischen Firmen, übrigens von Großvater Bush, ja. Also da sind zum Beispiel Flugzeugsprit, Additive geliefert worden und so weiter. Und alles Mögliche, was wir kriegsmäßig brauchen. Sie haben über die Ford-Werke sogar LKWs für uns produziert und was weiß ich alles. Diese Werke sind übrigens nie bombardiert worden. Also man muss mal sehen, was da überhaupt abgelaufen ist. Ein Riesenplan, ja. Ja, steigt da mal selber durch. Ich kann das nicht alles aufschlüsseln jetzt. Ich kann nur neugierig machen und Fragen setzen. So. So, also wir waren da stehen geblieben. Da gibt es nur eine Rettung, den Krieg. Was für ein Hindernis muss nicht der Marxismus in einem voll entwickelten Nationalismus Westeuropas finden? Der Marxismus siegte, sagte Rakowski, nicht in den am meisten industrialisierten Nationen, sondern in Russland, das fast kein Proletariat hatte. Unser Sieg ist hier neben anderem der Tatsache zuzuschreiben, dass Russland gar keinen wirklichen Nationalismus besaß. Das ist der Grund, warum jetzt alle Nationalstaaten unter anderen Zielen auch noch beseitigt werden sollen. Weil die neue Weltordnung, da gibt es keine Grenzen mehr. Da gibt es nur noch einen Völkermischmarsch, wo ich nachher auch noch drauf eingehe, weil das alles zusammengehört. Nur noch eine Währung, nur noch eine Weltreligion, nur noch ein Menschenmischmarsch, nur noch ein Informationssystem. Das haben sie ja schon sehr weit, zumindest in der westlichen Welt, durchgesetzt. Sie haben nur noch 4 Agenturen, wo die ganzen richtigen Meldungen drüber laufen. Und das wird einfach durchgereicht und abgeschrieben. Ich kenne viele Journalisten aus meiner Arbeit bei Greenpeace noch, die sind freigesetzt worden. Einen richtigen Recherchejournalismus, der ist ja gar nicht gewollt, weil wenn die Jungs, die echte Rechercheure sind, die sind ja neugierig auf scharfe Sachen und wollen die auch hochbringen. Und früher wurden die richtig gut bezahlt für gute, fetzige Nachrichten. Nein, das ist ja nicht gewollt. Das muss doch alles schön unter dem super dicken Teppich bleiben und der wird dann auch noch an den Ecken festgenagelt. So läuft's. Okay. So. Also, es gibt mehrere Gründe, einen wirtschaftlichen, einen politischen Grund und es gibt auch noch einen religiösen Grund. Warum? Ohne das niederzuschlagen, was vom Christentum noch lebt, ist es unmöglich, den Kommunismus siegen zu lassen. Es geht hier übrigens nicht, also nicht, dass ich missverstanden werde. Ich bin übrigens seit 30 Jahren bei diesen komischen Grünen, da wundert euch vielleicht, ne? Aber ich bleibe nochmal aus taktischen Gründen dabei, damit ich die Basis dann noch ein bisschen aufklären kann. Dass die dich nicht rausschmeißen würden. Die haben mich schon mehrfach vorgeladen und haben gesagt, kannst du denn bei deinen öffentlichen Veranstaltungen mal eben vergessen, nicht immer zu erwähnen, dass du bei den Grünen bist. Ich sag's extra, ja, um die zu ärgern. Weil man muss, wenn man die Wahrheit erkennt und die stinkt zum Himmel, dann muss man die benennen. Das kann mir keiner verbieten. Und die trauen sich... Und die trauen sich auch nicht rauszuschmeißen. Einige andere Subversive bei den Grünen rufen mich auch an und sagen, Werner, du musst dann und dann kommen, sonst traut sich wieder keiner das Maul aufzumachen. Weil da muss immer einer Piep sagen, dann rücken auch ein paar nach. Ganz komisch, das läuft halt so. Der Mensch ist ein Herdentier anscheinend. Okay, so nochmal weiter. In Wirklichkeit ist das Christentum unser einziger Feind. Also des Kommunismus nach deren Sinne muss man immer sehen. Die kommunistischen Ideen sind ja sogar nicht verkehrt. Da rennt man ja auch fleißig nach und sagt, oh super, mach ich. Aber was die unter dem Oberbegriff Kommunismus wirklich wollen, ist ja auch das Gegenteil. Sie wollen die totale Versklavung der Menschen. Keine Selbstständigkeit, kein Bargeld mehr, keine Möglichkeiten, Tauschwirtschaft zu machen und. Das geht ja jetzt auch schon so weit, dass also Flohmärkte verboten werden, wenn sie größer sind und. Weil die Kaufmannschaft sagt, ja, die nehmen uns Umsatz weg, dann sollen die Leute das Zeug doch lieber in eine Tonne kloppen. So. Und ich zitiere nachher mal einen Zettel, den lasse ich nachher auch nochmal rumgehen, haben wir aber auch am Tisch liegen. Was die UN da gemacht hat. Vielleicht streue ich das jetzt mal ein oder ich, ja, kann ich auch mit einstreuen, das ist vielleicht gar nicht verkehrt, wenn ich es jetzt so schnell finde. Da haben wir das Ding. Ja.
Ja, Geli, vielleicht bringst du mir noch mal so einen Zettel von der UN. Ah, Moment, ich hab den, glaube ich. Also, kleine Anpause. Ja, ich hab schon. Also, vielleicht wisst ihr das ja auch. Und zwar, dankenswerterweise hat der Kopf, nachdem es übrigens ziemlich schlecht geht inzwischen und auch nicht ohne Grund, der wird ja auch behindert ohne Ende, weil die ja eine Menge Dinge benannt haben. Und auch Herr Ulfgott ist ja neulich verstorben, in relativ jungem Alter, der auch ein paar fetzige Bücher geschrieben hat. Also die haben ja vorhin den Artikel gebracht, von Ulfgott übrigens, am 24.11.2015. Vereinte Nationen fordern Bevölkerungsaustausch von Deutschland. Wer kennt das? Okay, kennen schon einige. Lest trotzdem nur mal einen kurzen Absatz vor, den Rest gebe ich nachher rum. Und zwar haben die 2001 schon Folgendes quasi den Völkern befohlen. Das klingt natürlich so nach Empfehlung, aber es wird danach gefolgt, weil die EU prompt reagiert hat. Also, sie fordern für die EU-Länder von Deutschland, Frankreich und Italien einen Bevölkerungsaustausch mit Migranten aus Nahost und Nordafrika. Offenkundig ist der Asyl-Tsunami von langer Hand geplant. Also, Jahr 2001, kann man anklicken in allen Sprachen, kann man sich das suchen. Übrigens, wenn man auf Deutsch klickt, erscheint nichts. Muss man aber ein Stückchen weiter runtergehen, dann kommt dann nochmal so Deutsch und dann erscheint es. Und da haben sie schon den Deutsch-Button, funktioniert schon nicht mehr, der obere jedenfalls nicht. Also auf der UN-Seite, ne? So, der Kampf gegen Widerstände in der Bevölkerung, beim Bevölkerungsaustausch, sei jedoch erforderlich, um Wirtschaftswachstum zu erzielen. Das alles diene den Interessen der Industrie. Das steht da so drin. Das ist irre. Weltweit unterstützen Wissenschaftler dieses Ziel. Ja, diese Branche ist ja auch besonders nett. Ja? Weil sie belügt ja die Völker im Auftrag ganz perfekt. Und da die Leute ja immer eine Ehrfurcht, sowohl vom Pastorkittel als auch vom weißen Arztkittel als auch von der Wissenschaft haben, glauben die ja auch alles und sagen, was willst du mir denn da erzählen? Hast du überhaupt einen Professortitel? Ja, das sind unsere, nicht alle, es gibt auch tolle Professoren, ja. Aber viele von diesen sind die Büttel, die auch gut entlohnt werden, die das Volk belügen, die die Studenten in dem Sinne von Wall Street und Co. verbilden und nicht ausbilden, ja, in unserem Sinne. Und deswegen funktioniert die ganze Maschine. 20% der Leutchen profitieren von diesem System und die halten auch die Schnauze. Das hat Rockefeller auch mehrfach schon gesagt. Okay, weiter mal mit diesem Ding hier. Auch Jim Yong Kim, Präsident der zur UN gehörenden Weltbank, da haben wir sie mal wieder alle beisammen, hat im Oktober 2015 verkündet, dass der Bevölkerungsaustausch in Europa ein Motor des Wirtschaftswachstums werde. Hat man uns denn gefragt, ob wir den unbedingt brauchen, den Wirtschaftswachstum? Ja? Uns wird ja sowieso an die 60-70% unserer erarbeiteten Werte abgezogen. Das sollte man vielleicht mal umgestalten. Ja, ja. So. Ja, die offiziellen Steuern, aber dann kriegst du noch... Ja, ich sag ja mindestens. Also es ist noch... Das reicht ja aber schon. Ich meine, früher gab es den Zehnten, ja? Da wäre ich auch glücklich heute drüber. Okay, so. Um mit allen Mitteln im Sinne der Weltwirtschaft den demografischen Wandel zu bekämpfen. Also, das ist ein Glück. Und dann auf der anderen Seite habe ich dann von diesem Flugblatt, das kann man auch wunderbar nachdrucken und dem Nachbarn in der Hand quetschen, das wirkt. Weil wenn wir Leute aufklären, sagen immer, was willst du mir denn erzählen? Sag, hier ist ein UN-Papier, prüf's nach. Hier hast du eine EU-Aussage von einem EU-Kommissar. So, bitte, jetzt reden wir mal weiter, wenn du das durchgelesen hast. Also der liebe Titel, die Maske fällt, Vizepräsident der EU-Kommission, monokulturelle Staaten ausradieren. Ja, ganz nett. Das haben wir hier auch... Bitte? Sollte schon mit einflechten, 2002 haben sich das in der Sisi ein paar Bünde getroffen, haben sie Weltfrieden gebildet. Ja, das müssen wir am Ende irgendwie machen, kommt akustisch so nicht durch, dann muss ich mal das Mikro reinnehmen. Das versteht sonst keiner. Also ich gehe erstmal weiter hier. Also, das war die Zusammenfassung der Rede des Vizepräsidenten der EU-Kommission, Frans Timmermans. Frans Timmermans, niederländischer Diplomat und seit 1. November 2014 erster Vizepräsident der EU-Kommission und so weiter, hat Folgendes gesagt. Die Zukunft der Menschheit, so Timmermans, beruhe nicht länger auf einzelnen Nationen und Kulturen, sondern auf einer vermischten Superkultur. Da musste man die Völker, müsste man die auch mal fragen, ob sie die auch haben wollen, diese Superkultur. Die heutigen Konservativen, die ihre eigenen Traditionen wertschätzen und eine friedliche Zukunft für ihre eigenen Gemeinschaften wollen, berufen sich laut Timmermans auf eine Vergangenheit, die nie existiert hat. Wie bitte? Die Vergangenheit hat nie existiert. Aha. Und können deshalb nicht die Zukunft diktieren. Europäische Kultur
und europäisches Erbe seien lediglich soziale Konstrukte und jeder, der etwas anderes behaupte, sei engstirnig. Also die Kritiker sind schon mal engstirnig, also blöd, ne? Europa sei schon immer ein Kontinent von Migranten gewesen und europäische Werte bedeuteten, dass man multikulturelle Diversität zu akzeptieren habe. Ja, das diktieren die einfach. Wer dies nicht tue, stelle den Frieden in Europa in Frage. Das ist eine offene Kriegsdrohung, oder? Ja. Ja. Die Masseneinwanderung von muslimischen Männern, und jetzt kommt's, nach Europa, sei ein Mittel zu diesem Zweck. Und jetzt erzählt mir nicht mehr, also die da oben, das wären jetzt Asylanten und ganz so Bedauernswerte und so weiter. Nein, es geht um Austausch, es geht um Vermischung und das ist der Punkt. Kein Land solle der unvermeidlichen Vermischung entgehen, vielmehr sollen die Zuwanderer veranlasst werden, auch die entferntesten Plätze des Planeten zu erreichen, um sicherzustellen, dass nirgends mehr homogene Gesellschaften bestehen bleiben. Und das ist der Punkt. Und das müsst ihr vervielfältigen, weiter rumschicken, als PDF rumschicken. Ich habe das schon lange auf der Seite bei mir. Das muss jeder wissen. Verflixt nochmal, wenn wir das nicht erkennen, haben wir verschissen, um es mal ganz klar zu sagen. Weil dann ziehen die das durch, Leute. Und in ein paar Jahren ist da kein Rückweg mehr. Das wird dann ganz schön schwierig. Ja? Okay, das war jetzt eine Einflechtung. So. Okay. Also nochmal zum Christentum. Das Christentum, das das Individuum bestimmt, ist fähig, die revolutionäre Ausstrahlung des neutralen, laizistischen oder atheistischen Staates an Luftmangel zugrunde gehen zu lassen. Deswegen haben die auch nach wie vor ein Problem in Russland gehabt, weil die sind ja so tiefgläubig und so weiter und auch erdverbunden und. Ne? Und deswegen klappt es dann ganz langfristig doch nicht ganz so. Okay, dann schlage ich jetzt ein paar Seiten um, sonst dauert das nicht alles zu lange. Gut, es gibt dieses Ziel, ein einziges Ziel, den Sieg des Kommunismus, aber er zwingt niemand. Den aber zwingt niemand den Demokratien auf als New York, nicht die Komintern. Das ist eine ganz wichtige Aussage von diesem Wissenden. Ja? Sondern die Kap-intern in der Wall Street. Ich meine, ihr wisst ja, die hier Anwesenden auf jeden Fall, aber ich erzähle auch manches für die Leute im Internet, die das noch nicht so wissen, dass ja die beiden Seiten, Kommunismus, Kapitalismus, von beiden Seiten kreiert worden sind, um immer beides gegeneinander ausspielen zu können, um dann zu einer Lösung zu kommen, den dritten Weg. Ja? Und wer außer ihr könnte Europa einen so offensichtlichen und völligen Widerspruch aufzwingen? Wer kann die Kraft sein, die es zum totalen Selbstmord treibt? Wer kann die Kraft sein, die Europa zum totalen Selbstmord treibt? Nur eine ist dazu fähig, das Geld. Das Geld ist Macht, die einzige Macht. Das hat ja neulich auch einer gesagt, von den ganz Reichen, der hat gesagt, es gibt einen Krieg und die Clique oder so, die Gruppe, die den gewinnt, sind wir, die Reichen, gegen die Armen. Wir haben ihn angefangen und wir werden ihn gewinnen. Wir haben angefangen und wir werden auch so wenden. So, und da müssen wir natürlich zusehen, dass wir den möglichst viel Sand ins Getriebe, dass es ordentlich ins Schnupfen kommt, kippen. Solange wir das noch können, Leute. Weil, macht euch nichts vor, das Internet wird nicht mehr so lange so frei sein. Ich merke das schon an meinem Kanal. Da wird öfter eine Sperre rein, dann behaupten die ja irgendwas und ist gruselig. So, also, kurz gesagt, dass jene, die vom kapitalistischen Gesichtspunkt logischen Krieg zwischen Deutschland und der Sowjetunion hindern oder hindern werden, gut, da gehe ich jetzt nicht näher darauf ein, das wird zu lang, selber lesen. So, zu Stalin dann. Entweder wird Stalin zertreten oder er führt den Plan durch, wie ich ihn gezeichnet habe. Damit sich die europäischen kapitalistischen Staaten gegenseitig vernichten. Stalin wird sich gezwungen sehen, wenn er überleben will, den von mir vorgeschlagenen Plan durchzuführen, sobald er von jenen gebilligt ist. Na? Weil man kann natürlich unheimlichen Druck ausüben und Stalin, klar, man hätte auch sagen können, okay, wir liefern mal wieder ein bisschen weniger, haben sie auch gemacht, immer so ausgespielt. Übrigens, jetzt wieder so ein Seitending von mir, es ist genauso gelaufen beim Irak- und Iran-Krieg, wo quasi ja der Irak angestachelt wurde, mehr oder weniger, zum Krieg gegen den Iran damals und beliefert wurde, sogar auch mit Giftgas und allem möglichen Zeug, und der Iran wurde von Israel beliefert.
kleiner Seitensprung jetzt zur DDR auch und BRD damals. Der CDU-Parlamentarier Barschel hat sich ja angeblich selbst umgebracht. Das liegt halt ganz anders. Und zwar, da sollten von der DDR aus Waffenlieferungen über Skandinavien gehen. Die Zöllner haben aber zu gut aufgepasst, haben das enttarnt. Ja, irgendwie als Traktoren da. Ne? Und dann sollte diese Lieferung über Kiel gehen, per Auftrag. Das hat Barschel nicht mitmachen wollen. Und eine zweite Sache wollte Barschel auch nicht, nämlich, dass es hier zwei oder drei, ich weiß nicht mehr genau, Ausbildungslager für iranische Kampfpiloten gab in Norddeutschland unter der Führung des Mossad. Hahaha, wie kommt denn sowas? Aber so läuft's. Der eine Land, in dem Falle Iran, wurde unterstützt von Israel, in Absprache natürlich mit USA. Und das andere Land, der Irak, von den USA direkt. Und so zerfleischt man zwei Völker und braucht sich nicht die eigenen Soldaten und damit reinschicken. Aber es reicht, wenn man beide Seiten beliefert und verdient daran, die entsprechenden Kreise. So läuft das ab. Gibt es ein gutes Buch dazu von diesem Mossad-Agenten, der genau beschreibt, wie sie den Barschel umgebracht haben. So, das war jetzt ein kleiner Seitenausweicher. Jene haben schon eine Überlegenheit über Stalin, die sie nicht aufgeben dürfen. Gut. Und dann führen sie nochmal an, solche Verträge wie diejenigen zwischen Lenin und dem deutschen Generalstab oder die von Trotzki mit jenen, vollziehen sich ohne Brief und Siegel. Weil der natürlich der Zeitungsraum gefragt hat, Mensch, wo gibt es ein Dokument? Ja, da gibt es eben nur mündliche Absprachen. Die gibt es übrigens auch in der BRD, da könnte ich auch noch etliche Beispiele nennen, aber das lasse ich jetzt mal eben. Gut. Dann machen wir weiter. So, wer gehört denn zu jenen? Die sind ja auch uns kaum bekannt. Wir denken immer, ja, Rothschild, gut, Rothschild ist bekannt. Das ist jetzt der auch schon hier. 1937, weil Trotzki, also woher weißt du das denn? Ja, Trotzki hat es mir gesagt und daher weiß ich nur, dass einer von jenen, Walter Rathenau, der Mann von Rapallo war, der Rapallo-Vertrag damals mit Russland, ja, da sehen Sie den letzten von jenen, der öffentlich-politische Macht ausübte, wie er es war, der die Wirtschaftsblockade um die Sowjetunion zerbrach, obwohl er einer der größten Millionäre war. Dann war es Lionel Rothschild. Ja? Also die beiden sind bekannt, da kann man sagen, dass einer von jenen sind, bei anderen kann man ja nur vermuten. Ne? Und als Einheit nennt er dann, nennt aber da nicht direkt die Namen, das Bankhaus Kuhn, Löb und Co. in der Wall Street, innerhalb des Bankhauses die Familie Schiff, Warburg, Löb und Kahn. Ich sage Familie, trotz der verschiedenen Familiennamen, denn sie sind alle untereinander durch Ehen verbunden. Baruch, Frankfurter, Altschul, Cohen, Benjamin, Strauß, Steinhardt, Blum, Rosenmann, Lippmann, Lehmann, Dreyfus, Lamont, Rothschild, Lord, Mandel, Morgenthau, Ezekiel, Lasky. Lasky, Mafia. Ja, ne? So, die Antwort gegen die Tatsachen und so weiter. Also es ist total spannend, das ganze Teil. Und das spricht da eben 1929 an. Und wir haben jetzt eine ähnliche Situation wie vor 1929, bloß viel schlimmer. Das heißt, die Summen, die jetzt da rumpoltern, die nie bezahlbar werden können durch kein Volk der Welt, sind so gigantisch riesig. Wenn das rappelt, dann gute Nacht. Deswegen, was vorhin auch schon angesprochen wurde, Leute, es ist wichtig, dass ihr euch bevorratet. Es ist wichtig, dass ihr euch Golddukaten zulegt. Ja? Die Unzen. Zum Tauschen. Wenn ihr damit zum Bauern geht, der gibt euch auch noch was. Für den Wisch Papier werdet ihr nichts mehr kriegen, weil Geld kehrt ja immer zu dem Wert zurück, was es ist. Papier. Ne? Das hat man ja schubkarrenweise dann durch die Gegend gefahren damals. Die Schubkarren reichen heute nicht mehr. So schlimm wird es kommen. Okay, so und jetzt nochmal, warum man das alles braucht und das auch alles gesteuert wird. Die ganzen Wirtschaften werden ja über das Gold gefördert, über das Geld sagt man, gefördert, über dieses geschöpfte Papiergeld. Und über die Schuldenwirtschaft überhaupt, oder eben runtergedrückt und, das wissen wir ja alle. Und man hat es eben geschafft, im 29 diese Depression da zu schaffen, die er eine wirkliche Revolution nennt, weil sie eben genau so kommen sollte auch. Der Beginn der großen Depression, der wirklichen Revolution, 12 bis 15 Millionen Arbeitslose, im Februar 33 der letzte Schlag, mit der Krise, mit der Schließung der Banken. Mehr konnte die Finanz nicht tun, um den klassischen Amerikaner, der noch verschanzt
im Reduit seiner Industrie saß, auf den Kopf zu schlagen und ihn wirtschaftlich der Wall Street zu versklaven. Klartext, ja? Es ist bekannt, dass jede Verarmung der Wirtschaft ein Blühen des Parasitentums bedeutet und die Finanz ist der große Parasit. Aber diese amerikanische Revolution hatte nicht nur das wucherische Ziel, die Macht des Geldes zu steigern, sie wollte viel mehr. Das heißt, sie wollten damals schon den großen Schlag, der ihnen nicht ganz gelungen ist, aber zum Teil. Jetzt sollte sie sich in unmittelbare Macht verwandeln. Der Mann, der durch den sie dies ausüben wollten, sollte Franklin Delano Roosevelt sein. Haben Sie verstanden? Notieren Sie das. In diesem Jahr 29, dem ersten Jahr der amerikanischen Revolution, im Februar, fährt Trotzki aus Russland weg. Der Krach ist im Oktober. Die Finanzierung Hitlers wird im Juli 29 bewilligt. Glauben Sie, dass das rein zufällig ist? Also der Zeitablauf. Die 4 Jahre von Hoover werden dazu verwandt, um die Machtergreifung in den Vereinigten Staaten und in Russland vorzubereiten. Dort durch die finanzielle Revolution, hier durch den Krieg und die darauf folgende Herbeiführung der Niederlage. Und so weiter. So. Und diese Spielchen sind sehr bewährt und die spielen sie lange schon und deswegen müssen wir unwahrscheinlich gut uns vorbereiten, da durchzublicken. Und sie werden uns immer wieder irgendwelche Lockvögel hinsetzen, wo wir sagen, oh klasse, der wird das jetzt für uns schon lösen. Wir müssen das lösen. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir die Vollversklavung erleben. Auch wir noch. Das wird keine 20, 30 Jahre mehr dauern, Leute. Die Enkel und Kinder, gute Nacht. Aber auch wir werden schon die Auswirkungen merken. Nicht, dass einer denkt, ich höre von vielen immer, oh, ich bin schon so und so alt, ich verprasse mein Geld jetzt noch und dann ist gut. Ja, super. Wart mal ab. Ne? Also wir müssen alle zusammenhalten, Leute. Und auch mit anderen Staaten, alleine packen wir das nicht. Hier ist der Fahrplan. Erstes, Abkommen mit Hitler, um die Tschechoslowakei oder Polen zu teilen. Alles vorgeplant. 1937 sagt er das schon aus und die Vorplanung lief schon vorher. Also nichts, dass ich jetzt irgendwie Deutschland oder Hitler sich da was ausgedacht habe, um das zu machen. Denkst du? Man hat Hitler sogar den Frieden wieder angeboten in einem Treffen in Holland, wenn er wieder zum Goldstandard zurückkehren würde. Das war der einzige Grund, dass er mit diesem Wirtschaftssystem, was er dann da gemacht hat, aus Not, mit Barterhandel übrigens auch, das kennen auch welche. Wer kennt Barterhandel? Das sind schon weniger. Das ist Tauschhandel mit anderen Ländern. Dadurch schließt man die Geldfinanz eben aus. Juhu! Dann hat man eben auch noch zusätzlich nicht gleich Kriegsschiffe gebaut, sondern Handelsschiffe. Und dann eben Handel mit eigenen Schiffen gemacht. Weil sonst war man ja auf England angewiesen und die haben dann die Charterraten eben so hoch gedreht, dass man auch wieder nicht konkurrenzfähig war. Ne? Und da ist man, diese mehreren Punkte waren einfach nicht erlaubt. Und dann auch noch ein Land zu einem autarken Land zu machen, also ähnlich wie das Gaddafi also angestrebt hat und andere arabische Staaten auch noch, die das durchblickt haben, was da läuft. Ne? Und das Gegenmodell läuft ja, dass man alle Staaten durch diese neue Weltordnung, Globalismus, beschönigend genannt, ja dazu bringt, dass kein Land der Welt mehr fähig ist, seine eigene Bevölkerung zu ernähren, mit Energie zu versorgen, mit allem, was dazugehört halt. Weil dann kann man sofort einen Boykott irgendwie Teilbaukott noch machen, dann bricht das ganze Land zusammen. Kissinger hat ja schon gesagt, vor Jahrzehnten, wir sollten die Hungerwaffe einsetzen. Ja, siehst du, genau. Man muss sie erst so durchs System abhängig machen. Dann kann man auch sagen, ja, also aus dem und dem Grund hat das jetzt nicht geklappt. Ich meine, siehe jetzt bei Autofirmen, da brauchen wir einen wichtigen Zulieferer, irgendwas nicht liefern, irgendein Teil, dann steht das Band still, weil das Auto kann halt nicht ausgeliefert werden, weil es ist nicht komplett, es fehlt irgendwas. So. Früher gab es riesen Lagerhallen, wir haben die AEG bei uns gehabt, ein riesen Konzern war das mit 3500 Firmen, den hat man zerschlagen. Das hat man sogar offen gesagt, die AEG wird jetzt zerschlagen. Da hat sich keiner was bei gedacht. So geht das los. In jedem Land wird die eigene Industrie, ob das jetzt die Energieindustrie ist, ob das kommunale Geschäft ist, zerschlagen und privatisiert. Privatisiert kommt vom Privare, das heißt rauben, oder? So sieht's aus. Okay, ich mach mal weiter. Also jetzt, um da hier Hitler nochmal zu beenden, ja. Also der Fahrplan. Abkommen mit Hitler, um die Tschechoslowakei und Polen zu teilen. Genau so ist es auch gelaufen. Und deswegen ist man ja auch nicht eingeschritten, wie die Sachen dann liefen. Von westlicher Seite mit Polen und Tschechoslowakei hat man erst auch noch nichts gemacht. So, wenn er in seinem Eroberungsspiel des Bluffs fähig ist, etwas zusammen mit der Sowjetunion zu nehmen, wird er das für die untrügliche Garantie halten, dass die Demokratien verhandeln werden. Damit hat er ja auch gespielt. Aber diese Aussagen zeigen auch, dass er nicht voll an der Nadel hing von der Wall Street.
sondern er hat sein Teilspiel gespielt. Jetzt mal ein Teil wieder private Meinung von mir. Vergleich das mal ein bisschen damit, was Noriega gemacht hat, der früher ja also verquickt war in den Drogenhandel mit den Bushes. Die Bushes stecken voll mit im harten Drogenhandel, die Clintons übrigens auch und selbst die Kennedys ist bekannt mit dem Drogenhandel des Alkohols. Also die haben alle ihr Geld von bestimmten, nicht so ganz sauberen Quellen geschöpft. Also weder vom Handwerk noch vom Bauerntum. So, also, er kann gar nicht an ihre Drohwerte glauben, da er weiß, dass die am meisten kriegerischen zugleich für die Abrüstung sind und dass ihre Abrüstung echt ist. Drittens, die Demokratien werden Hitler und nicht Stalin angreifen. Weil man hätte ja Hitler angreifen müssen und die UdSSR auch, weil beide haben Napoleon angegriffen. Ja, wieso hat man die UdSSR nicht angegriffen? Weil das alles genau so geplant war. So. Er benennt das dann auch, dass strategische und Nachschubgründe es veranlassen, sie getrennt zu schlagen, wird man dem Volk dann über die Presse sagen. Erst Hitler, dann Stalin. Bloß den zweiten haben wir dann vergessen. Okay. Also. Und so wird es immer gemacht. So haben sie übrigens ja auch den Irak in den letzten Irakkrieg, der dann zur Totalvernichtung im Grunde geführt hat. Die sind ja genau wie Afghanistan und so weiter wieder zurück in sonst was für Zeiten gebombt. Dass die amerikanische Außenministerin, wird euch ja wahrscheinlich bekannt sein, quasi dazu veranlasst wurde zu sagen, ja, da kümmern wir uns gar nicht drum, das ist euer regionales Problem. Dass also dein Nachbar jetzt Schrägbohrungen macht und dein Öl da abzapft, das regelt man selber. Und dann hat er eben selber geregelt und dann hat Amerika natürlich geschrien durch die Weltpresse, was ist das, ein Überfall und bumm, und dann hatten sie Grund anzugreifen. So sieht's aus. Okay, das ist das Kapitel. Und mal schauen, was wir da machen. So, eine Stunde haben wir jetzt fast um. Ich muss mich an die, oder werde mich ja zumindest an die 2 Stunden halten. So, Geld und Bank. So, jetzt nochmal einen kleinen Ausflug zum Geldschein. Erstmal Banken überhaupt. Eine kleine Karikatur. Eine Bank, die Leute stehen davor. Das sind aber erst die Zinsen von den Zinseszinsen. Von aus dem nichts geschöpften Geld steht da immer bei und so weiter. Und hinten marschiert Goldman Sachs raus. Ich habe deswegen die Karikatur gewählt, weil ihr werdet ja bestimmt mitgekriegt haben, dass in allen möglichen Staaten, die jetzt hoch verschuldet sind, tauchen plötzlich Leute auf, Monty und Co. und was weiß ich. Griechenland, Ukraine, die original Drehtüreffekt von Goldman Sachs kommen. Da auch wieder. Der Name sagt es ja schon. Goldman, ne? Sachs. Übrigens auch von einer bestimmten Ethnie. Übrigens geht das jetzt nicht irgendwie um die Juden direkt. Ja? Man sollte die Juden nicht als global Schuldige ansprechen, weil die meisten Leute wissen gar nicht, dass es Khazaren gibt, die überhaupt gar keine Blutsjuden sind. Und die wahren Juden, die also da in Israel schon früher auch mal ansässig waren, sind im Grunde Palästinenser von der Ethnie her. Ja? Das Judentum in dem Sinne ist ja eine Glaubensgeschichte. Ne? Weil das Ostjudentum, das sind die Khazaren, das sind diese Turkreitervölker, die schon immer nicht ganz harmlos waren und sehr kriegerisch, die nämlich den ackerbauenden, anbauenden Leuten dann immer die Nahrungsmittel dann weggeklaut haben, weil die nämlich nicht Ackerbau betrieben haben, die Brüder. Ja? Und das sind genau die, die heute in Schlüsselstellungen an den Atomknöpfen rumhaben, in der Regel. Ja? So, nämlich diese khazarischen. Auch in Israel ist es so, dass 80-85% khazarische Leute da hocken und das Sagen haben. Die echte Ethnie, teilweise kommen die auch aus Afrika und so weiter, wird behandelt wie der letzte Dreck. Die wurden sogar teilweise vernichtet. Man hat zum Beispiel, da gibt es eine Geschichte, könnt ihr mal googeln, The Ringworm Children. Da hat man sogar Leute, also der ursprünglichen Ethnie, mit Kobalt bestrahlt, Jugendliche, auf Landschulheimen, ja, um die auch wegzukriegen. Hahaha. Ne? Also diese Methoden sind im Kleinen angewandt worden, sogar in Israel. Ja, und die werden auch im Großen angewandt. Jetzt noch ein kleiner Sprung, ich war ja im Atombereich bei Greenpeace tätig, ich kenne mich sehr gut mit dem Thema aus. Man hat, das ist jetzt aber nicht von Greenpeace veröffentlicht worden, aus russischen U-Booten hat man im sogenannten Kalten Krieg radioaktive Stoffe abgeblasen, die dann also landeinwärts von USA dann floateten. Ja? Ne? Man muss sich mal überlegen, was da läuft. Und die Leute, um jetzt mal zum Kommunismus nochmal so einen kleinen Einschlag zum Nachdenken zu kriegen, die Leute, die früher den Bolschewismus da vertreten haben und den angeleiert haben,
die sitzen zum Teil heute in den USA. Ja? Weil Schukow, General Schukow, der damals schon eine große Rolle gespielt hat mit der Panzerarmee, hat eine Panzerübung gemacht zu einer bestimmten Zeit. Ich komme dann noch auf Berilla und Konsorten. Also mit der Geheimdienstchef gewesen. Und hat, weil dem deuchte, was passiert, der war nämlich auch Nationalgesinnt, der Herr Schukow, also im russischen Landessinne, hat er seinen Panzerleuten gesagt, wir machen jetzt eine Großübung um Moskau herum, hat aber den Panzerleuten natürlich nicht gesagt, was er vorhat, hat dann, wie sie soweit waren, gesagt, jetzt fahren wir rein zum Geheimdienst und erschießen die Jungs alle. Das haben die auch gemacht. Und dann sind die Bolschewiki von dieser komischen Ethnie, haben aber die Muffe gekriegt und es sind viele gleich getötet. Also die sie erledigt haben, die waren tot, klar, die konnten nicht mehr weglaufen. So, das ist so gut wie kaum bekannt. Wer weiß das? Ein ja, irre, ja. Und was wird uns denn eine Scheiße erzählt in der Presse? Ich meine, wir können uns natürlich jetzt glücklich schätzen, insofern ein großes Lob, dass man diesen Begriff als Unwort des Jahres Lügenpresse offiziell ernannt hat. Das war der Fehler des Jahres. Das war richtig subversiv, wenn man es genau nimmt. Jetzt traut sich jeder Lügenpresse zu sagen. Das ist ja offiziell erlaubt. Ne? Und jetzt das nächste Wort mit Volksverräter ist ja noch besser. Es benennt sich ja hundertprozentig. Ja? Das nennen die Unwort des Jahres. Also köstlich. Ja. Gut, weiter im Text. So, jetzt Geld. Das ist nochmal so nebenbei. Wenn ihr euer Geld, also holt es von der Bank. Zu Hause ist es auf jeden Fall sicherer als bei der Bank. Ihr wisst ja, dass nach den neuen Richtlinien alles, was bei der Bank liegt, als Bürgergeld weg ist, wenn die Bank pleite geht. Ja? Durchlesen, das Kleingedruckte. Auch das, was im Schließfach ist, ist weg. So. Aber auch der Kreditrahmen. Auch der, ja, komm ich dazu. Selbst der Kreditrahmen ist weg, also Kreditrahmen wegmachen. Ja? Könnt ihr hingehen zur Bank, ich will keinen Kontokorrentkredit mehr haben, weil auch das ist, wenn die Bank flöten geht, belasten die euch den Kredit als Bürger für der Bank. Wo kommt das Wort Bürger her? Bürgen, ja? Wir bürgen für alles. So. Wenn ihr euch Gold holt, besorgt es euch um Gottes Willen so, dass nicht jeder weiß, ne? Also Nachbar sowieso nicht und so weiter, ihr könnt ja neidisch werden und es holen wollen, ne? Dass ihr das irgendwie anonymisiert euch besorgt. Weil, deswegen habe ich das jetzt hier eingeblendet, under Executive Order of the President, ne? Am 1. Mai, auch noch genau an so einem tollen Datum, die haben es auch nur mit okkulten Daten, 1933 müssen alle Goldmünzen, Goldstücke und Goldzertifikate sogar abgeliefert werden. Und zwar zu einem bestimmten vorgeschriebenen Preis, ne? Nämlich einem geringen. Ne? Kannst du das abliefern und kriegst wieder ein Blatt Papier. Super. Mit sowas müssen wir rechnen, das ist schon zweimal passiert. Einmal in den USA und in Deutschland auch schon mal. Also bitte, vorsichtig. Und dann nicht riesige Stückelungen, sondern möglichst kleinere Stückelungen, ja. Und deswegen besser Silber. Silber hat man noch nicht beschlagen. Silber ist ein Industriemetall und es sind nur 5% im Jahr frei und. Naja, also das ist das Risiko wesentlich geringer und das Beste sind Münzen. Wiegt natürlich eine Menge Zeug, wenn einer eine große Summe hat, dann muss er schon ein bisschen auf Gold ausweichen. Aber so, das nochmal, denkt drüber nach. Mehr will ich da gar nicht zu sagen. Weil so ein paar Tipps sollten ja auch mal hier überbleiben. So, dann unser Euro. Ihr kennt ja noch die D-Mark, ne? Wenn ihr da hinten am Murmeln seid, geht das für ein bisschen leiser, es stört etwas. Weil es ist akustisch eher aufgrund der Technik hier ganz schwierig. Die letzten Hände hören sonst nämlich gar nichts mehr. Also die D-Mark war ja noch so eine Art von Geld. Ne? Haben wir vorhin ja schon ein bisschen gestriffen. Ich gehe jetzt mal nur auf den Euro ein. Der Euro ist kein Geld. Es ist auch keine Banknote, die euch da gegeben wird. Es steht auch nicht mehr drauf. Guckt euch das Ding mal an. Was draufsteht, ja, ist ein Copyright-Zeichen. Da oben. Ja? So. Wenn ihr das Ding fälscht, können wir wegen Geldfälschung oder Banknotenfälschung gar nicht herangezogen werden. Nur wegen Copyright-Verletzung, wenn man es genau nimmt. Ich meine, wie die das rechtlich in diesem Unrechtssystem jetzt hier machen, ist eine andere Frage. Ja? Aber das ist so. Das Ding ist unter Copyright der Wisch, der gar nichts wert ist und auch durch nichts hinterlegt ist. Außerdem, ich habe drunter geschrieben, Geld scheint gleich scheinbares Geld. Ne? Ja. So. Dann guckt mal den 5-Euro-Schein euch an und vergrößert den mal um 200%, weil sonst kannst du es nur mit der Lupe sehen. Du hast da hunderte Hakenkreuze drauf. Da fragt man sich, sind sie jetzt ganz durchgedreht? Ja? Und zwar nicht so ganz eckige, sondern leicht abgerundete, linksdrehende. Ne? Energieabsaugende. Ja? Die arbeiten ja auch mit okkulten Symbolen, die Jungs. Hunderte.
Und der Fünfer wird ja oft gewechselt, also man hat das Ding oft in der Hand und so weiter und im Portemonnaie und hat dann auch immer diese hübschen Zeichen. Rechts sind da jede Menge von drin, ich habe mal welche angemalt, damit man die erkennt, weil dieses Ornament geht dann in Hakenkreuze über. Ne? Das fängt mit so einer Wellenlinie an, deswegen habe ich da oben mal rausgehoben, da die Wellenlinie, und dann geht das los. Das sind alles Hakenkreuze hier, alles. Eigentlich dürfen wir das ja nicht, aber naja. Es gibt immer andere oder jene, die dürfen alles. So, nochmal was Interessantes. Kleiner Absprung zu Chemtrails vielleicht. Dieses Ding ist eine Münze der Vatikanbank. Città del Vaticano, ja? Und was fliegt da um? Ich meine, das muss jetzt nichts bedeuten, aber im Moment einer mit langen Streifen. Ne? So ein kleiner Gag am Rande. Ne? Da war gerade bei Geld. So, das hatten wir. Dann haben wir hier eine ganz tolle Münze. Was sehen wir da? Von da hinten seht ihr es vielleicht nicht. Da ist das Hakenkreuz und hinten ist das Israelkreuz. Ne? Zusammen, übereinander. The End of the Depression, 1932, das Ende der Depression. Ist das nicht interessant? Wie soll man das verstehen? Zusammenarbeit hat es gegeben. Es gibt den sogenannten Nazi-Zionismus. Was heißt dieses Wort Nazi überhaupt? Nazi heißt National-Zionismus. Wieso sagen die immer, ihr Nazis? Ich habe hier noch nicht einen National-Zionisten gesehen. Also es gibt ja welche, aber unter unserem normalen Volk hier nicht. Nasos, könnte man ja sagen. Nationalsozialisten, nicht? Man müsste jetzt einmal auf die Autobahn schreiben, ich will jetzt ja keinen auffordern, unbedingt gleich Spraydosen zu kaufen, nicht? Aber wenn man drauf stand würde, Nazi gleich National-Zionisten oder Zionismus, würden ja einige mal ins Nachdenken kommen. Das hat es ja gegeben, es hat Verträge gegeben, kann ich jetzt nicht in der Länge darauf eingehen, aber es hat ja Vereinbarungen zwischen Deutschland gegeben, die die kleine Ethnie hier loswerden wollte, aus bestimmten Gründen, und eben den Juden, die Israel da gründen wollten, Balfour-Erklärung und so weiter alles. Und die haben halt eine Kooperation geschlossen. Ja? Und nachher ist ja, zu Anfang wurde sogar das noch finanziert, weil ja die Briten hatten ja die Verwaltung da hinten und haben gesagt, wir brauchen so und so viel Pfund als Eintrittsgeld, sonst kommt ihr hier nicht rein. Da hat sogar die Deutsche Bank die Kohle gezahlt, bis die sich dann aufgeregt hat irgendwann. Und dann haben sie jüdisches Geld von reichen Juden genommen, haben das umverteilt und haben das eben ärmeren Juden auch an die Hand gedrückt, damit die überhaupt reingelassen wurden. Die Quote, die reingelassen wurde überhaupt. Na, da sind auch Illegale reingekommen und so weiter, ja? So, also das auch mal so klein, so ein bisschen zum Hinterfragen der ganzen Nummer, die sonst hier immer da mit Guido Knop und den ganzen Scheiß da erzählt haben, diese ganzen Kriegslügner da. Oder Geschichtslügner. Okay, jetzt nochmal ein Zitat von Wim Duisenberg, Chef der Europäischen Zentralbank. Wie hoch ist der Tribut, den die Welt Jahr für Jahr an das US-amerikanische Imperium zu zahlen hat? Wir wissen es nicht genau. Wir spüren aber die Last der ewig abwachsenden Abgaben, die bereits die Höhe des fünffachen Zenits erreicht hat, also 50%, ja. Jetzt sind wir schon viel weiter hoch, ja. So, und die unweigerlich letztlich in den Aufstand der versklavten Welt münden wird. Dank den mutigen Worten Wim Duisenbergs, der, wie schon zuvor der Chef der Deutschen Bundesbank, Tietmeyer, auf die Währungsmanipulationen mit dem Dollar hinwies, mit denen die Welt zur Ader gelassen wird, haben wir erfahren, dass wir Jahr für Jahr für die Rüstungskosten und die Haushaltsdefizite der USA aufkommen müssen. Jetzt wieder ein kleiner Sprung. Herr Herrhausen, wo wir ja wissen, ist ja angeblich von der RAF umgebracht worden. Stimmt aber nicht. Gibt es ein gutes Buch von Wisniewski dazu? Ich glaube, Sieger und Brunner haben das auch noch mitgemacht. Das RAF-Phantom könnt ihr auch gebraucht schon günstig kriegen. Lest das Ding mal durch, was da echt abgelaufen ist. Was war denn der Grund? Und der Kronzeuge war Herr Ackermann nachher, sogar ein paar Jahre später. Ich habe da ein Video drauf, ich habe so ein Video reingestellt, ich habe ja über 1000 Videos bei mir drauf, oder Werner Altnickel einfach mal auf YouTube gehen, da könnt ihr euch mal durchwuseln. Das ist nicht alles von mir, aber ich habe dieses Video habe ich genommen, originales Video aus dem Fernsehen, wo sie den Lebenslauf von Herrn Herrhausen mal dargestellt haben, und dann habe ich Herrn Ackermann da vorgeschnitten, und wer das Ding sich anguckt, weiß Bescheid. So, was wollte Herrhausen? Herrhausen wollte amerikanische Banken aufkaufen, weil wir hatten unwahrscheinlich viel Geld in der deutschen Bank. So. Dann hat er eine Reise gemacht in Afrika und wollte faire Kreditfinanzbedingungen mit Afrika schließen. Super. Die zwei Gründe würden schon reichen, einen umzubringen. Ja?
von der Clique, die es dann angeht. Dann wollte er eine Währungsunion anstreben mit Russland. Oh Gott! Und die drei Nummern, die haben gereicht. Und was sagt dann Herr Ackermann Jahre später, weil sie ihn interviewt haben, zu irgendwelchen Sachen, die die Deutsche Bank dann wieder mitmachen musste? Da sagt der Ackermann doch glatt, dieser schweizerische Banker, wieso haben Sie das denn mitgemacht, haben Sie ihn gefragt. Da sagt er doch, weil es mir nicht so ergehen soll wie Herrn Herrhausen. Ist das Klartext? Ja? Super! Da kann man sagen, der war wenigstens so mutig, das zu sagen. Ich meine, nachher war er ja weg da, vielleicht auch deswegen unter anderem, vielleicht war bei ihm auch irgendwo so eine Grenze erreicht, zu sagen, jetzt reicht's. Ja? Also es gab bestimmte mutige Leute, übrigens auch Wim Deusenberg, ist uns ja berichtet worden, er wäre einfach neben seinem Pool umgekippt, in seinen Pool und blub, ja, er ist wohl umgekippt worden, wie es aussieht, wo ich aus einer bestimmten Quelle erfahren habe. Ja? Also diese Leute durften solche Sachen nicht sagen, in der Position kann ich das vielleicht noch sagen, aber diese Leute schon gar nicht. Weil wenn ein Herr Deusenberg das sagt, was er da gesagt hat, da kann man nicht sagen, boah, der hat das ja nicht studiert und der hat keine Ahnung und Verschwörungstheoretiker ist er auch noch. Das klappt dann nicht mehr. Da muss der weg. Weil der hätte vielleicht noch mal mehr gesagt. Der hat seine Macht überschätzt, der arme Kerl. Oder er hat genau gewusst, ich sag das jetzt und ich weiß auch, was mir gleich blüht. Ne? Gut, das dazu. Alles nicht sehr schön. Das Ding, da könnte man ja einen Glatt schon wieder für zensieren, ne? Aber ist ja nicht von mir. Ich spekuliere, na und? Ich weiß nicht, ob man es hinten sieht, da sitzt also so ein dicker, fetter Typ auf so einem Geldsack. Aber das ist erschienen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ne? Sonntagszeitung. Da staunt man am 14. März 2010, Seite 49. Könnte man ja schon glatt wieder sagen, das ist antisemitisch. Ne? So, die Nummer haben wir jetzt auch durch. So, jetzt kommen wir dann etwas näher noch auf Deutschland zu. Es läuft ja eine Vernichtungsgeschichte, ich habe ja schon gesagt, finanziell, wirtschaftlich, Beispiel jüngst VW, ja, alberner Mist, die Amerikaner bauen Motoren, da wird einem schlecht, im Standgas verbrauchen die schon so viel, als wenn man mit normaler Geschwindigkeit mit einem deutschen Auto durch die Gegend fährt, ja. Ich weiß das, ich habe als Greenpeace mal eine Aktion gemacht, also man hat mir einen Grand Jeep Cherokee geliehen für einen Tag, nämlich für eine Ausstellung, die in Oldenburg war, über Jeeps und all sowas. Da hatten sie dann auch diesen Super-Hump da ausgestellt. Und dann haben wir uns mit diesem Jeep da vor dieser Emshalle gestellt, mit einem Anhänger dran und einer Tanksäule hinten drauf, weil das Ding, das hat einen DIN-Verbrauch von 25 Litern. Ne? Und jetzt regt man sich in Amerika ja auf, aber diese Dinger sind ja zugelassen. Das ist ein ganz ökologisches Auto anscheinend. Ne? Wegen dieser Abgasgeschichte da. Ne? Es ist ja nur irre. Ne? Es gibt ja heute Autos, ich habe selber so ein Ding da mit weiß ich nicht, so ein Daimler da mit 136 PS, der schluckt 5 Liter. Wenn ich vorsichtig fahre, schluckt der 4,2. Ja, das gegen 25 Liter wohl ein Unterschied. Aber es geht ja nur darum, Industrie zu zerstören, VW zu übernehmen und so weiter. Dem stinkt einfach, dass wir noch diese Mehrheitsbeteiligung in Niedersachsen haben an VW, sonst wäre der Laden schon lange mehrheitlich da drüben und dann würden die den auch in den Ruinen steuern wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja, sie haben vor ein paar Jahren schon so eine Nummer gefahren mit Toyota, ja, und dann geht es immer um Milliardensummen, aber kriegt kein Hahn nach, wenn die Gurken, die da haben, so weiterfahren. Okay, das nochmal so ein kleiner Seitenhieb. Ich bin ja heute gar nicht nett, ne? So, jetzt kommen wir mal auf was ganz anderes. Jetzt kommen wir mal auf Graf Kudow von Kalergi. Dieser nette Mann, ist ja auch schon ein Tag älter. Ich muss da jetzt drüber hopsen aufgrund der Zeit. Ich habe hier jede Menge Texte, das schaffen wir nicht mehr, glaube ich. Der hat in den 20er Jahren, ich glaube 1924 war das ja, ein Buch geschrieben, in dem er dann benannt hat, wie man hier alles ändern soll in Europa. Es stehen auch gute Gedanken drin, muss man zugestehen. Aber der Endtenor war eben nicht so gut, zumindest für uns nicht. Für bestimmte Kreise wahrscheinlich. Der hat ja unter anderem gesagt, man sollte Europa umzüchten zu einer negroid-asiatischen Mischrasse, weil sie dann auch besser führbar wäre, unter Führung und Anleitung eines Adeljudentums. So, das taucht öfter im Buch auf, das ist ja nicht von mir. Ne? Wenn man dann weiß, dass sowohl Herr Kohl, ja, als auch Frau Merkel den Graf Kudow von Kalergi Orden bekommen haben, nicht wahr? Da sitzt er nämlich gerade bei der Preisverleihung. Und die jetzige
Politik sich anguckt, dann sieht man irgendwie, es läuft irgendwie in diese komische Richtung, nicht wahr? Außerdem hat ja Thomas Burnett, Regierungsberater, mehrere Präsidenten in den USA, zwei Bücher geschrieben, in denen er ähnliche Dinge benannt hat. Und eben auch Vermischung und so weiter und auch diese Nummer da mit IQ von 90, bessere Führbarkeit der Leute und. Ne? Also schlau genug, das weiß ich jetzt aber nicht, ob das jetzt Burnett oder Carnegie gesagt hat, schlau genug, um zu produzieren und zu arbeiten, aber dumm genug, um nicht alles zu begreifen. Burnett. Alles klar. Burnett. Thomas Burnett. Burnett. Genau, alles klar, dann war der das. Habe ich auch einen getrennten Vortrag schon mal drüber gehalten, in dem Knaben. Also es ist ja nur irre. So, ein paar ganz kleine Dinge. Ihr könnt mal googeln, vielleicht kriegt ihr das Buch noch, wie heißt denn das Ding noch? Von Honzig gibt es ein Buch, der ist ja ausgewandert nach Spanien, weil man den ja dann... Gerd Honzig. Und man hat ihn ja letztendlich in den Knast geschmissen, obwohl er gute Sachen geschrieben hat. Und das Buch ist ja letztendlich wieder für genehmigt erklärt worden von Spanien. Also nicht eine ganz komische Sache. Also aus diesem Buch habe ich ein paar Sachen drauf kopiert. Eingeborene sterben aus. Washington. In den kommenden Jahren wird die Hälfte der rund 6000 eingeborenen Völker der Welt verschwunden sein. Studie des US-Instituts World Watch. Das kann uns auch blühen, Leute. Ne? Wenn das nämlich so weitergeht hier, mit unserer Bevölkerungspolitik, und wenn ich sowas Ähnliches mal machen, wie Gaddafi vorhatte, könnt ihr mal aufhören zu murmeln, oder wenn, dann ein bisschen leiser da hinten. Dann ist klar, dann sterben wir aus, da gibt's gar nichts. Ne? Weil nur wir Opas werden das Land hier nicht mehr verteidigen nachher. Ne? Das schaffen wir nicht. Und der Rest der knackigen Jungs, die wir hier noch haben, rennt mit dem Handy rum und hat ja keine andere Sorge, das Ding nicht zu verlieren. Ne? Da können wir also den Laden hier nicht mit hinkriegen. Gut. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also müsst ihr euch selber mal mit auseinandersetzen mit Kuddelhube. Das wird jetzt sonst alles zu lang. Den blenden wir jetzt einfach mal aus. Ich komme dann nochmal auf die Folgen, die dann direkt hier laufen. Ich war mal vor Jahren, das ist schon über ein Jahrzehnt her, ich glaube 15 Jahre her, da gab es mal ein Treffen, wo ein Mensch, der auch schon mal mit diesem netten BRD-System zu tun hatte, die wollten sie auch schon mal ins Leder, unter ganz konspirativen Treffen auf dem Parkplatz getroffen und oh, der hatte total Angst, dass sie ihn packen, hat er einfach nur ein paar Zeitungssachen aus Magazinen und so an der Wand geworfen und gesagt, das kommt auf uns zu. Ich meine, das ist 18 Jahre her oder 15 Jahre. Nämlich jetzt schon mal die Propaganda für die Vermischung. Und da kann ich ja mal eben ein paar Sachen anführen. Die springen einem vielleicht so auf den Schlag nicht ins Auge, aber achtet mal drauf. In Prospekten überall findet ihr solche Dinger da. Zum Beispiel haben wir dann hier ein dunkelhäutiges Männchen mit einer zumindest weißen Frau. Und da steht dann, wie viel kannst du in 2016 abnehmen? Also erstmal wisst ihr nicht, was ihr noch abnehmen soll. Rechne es aus, so, aber das Entscheidende ist immer wieder weiße Frau, schwarzer Mann. Oder zumindest dunkler Mann. Die Grünen bringen es natürlich ganz gut auf den Punkt, der einzige Grund, schwarz zu wählen, ist ein knackiger schwarzer Arsch. Ja, um es deutlich zu benennen. So, die haben es dann wenigstens gesagt. Das hier war bei uns im Norden, bei einer Schule, vielleicht 15, 16-Jähriger oder sowas, den haben sie so Babypuppen in der Hand gedrückt, die sagen Mama und Hunger und all so ein Zeug, also so ein vollautomatisches Ersatzkind. Und siehe da, was haben wir da? Schwarze Köpfe, ne? In höherer Zahl. Ein paar Weiße sind auch noch dabei. So werden wir schon vorprogrammiert in der Schule. Und was macht denn hier Peppers? Da haben wir schon das 50-50-Quoten-Ding. Da zwei Weiße, ne? Da weiß man es noch nicht mal so ganz genau, aber da sind mit Sicherheit keine weißhäutigen Babys wieder da. Das sind dann schon Mischlingskinder. Da will man hin. Dann hat man hier wieder dunkler Typ. Ja, nichts gegen den Typ zu sagen. Der kann ja auch gar nichts dafür. Aber es ist die Anleitung. Scharfe, geile Frau, weiß und so weiter. Da auch wieder. Ne? Das spricht ja für sich. Brauchen wir gar nicht mehr was zu sagen. Da auch wieder Stärke zeigen. Ja, stark ist natürlich der schwarze Macker. Ja? Oder da, mit Muskeln. Power, mehr Power. Lidl, Werbung. Dann hier, ist doch alles schön eindeutig, oder? Aber auch bei den Jugendlichen schon. Weißes Mädchen, gut, der ist jetzt nicht schwarz, aber immerhin ist es kein Deutscher. Ne?
bei den, da wieder ziemlich eindeutig, ne? Es sind ja nett, ich meine, auch dunkle Babys sind in Ordnung. Aber die Frage ist, wieso muss alles vermischt werden? Wieso gab es denn überhaupt bei den ganzen Völkern die Idee? War das eine fixe Idee zu sagen, ich meine, man hat ja früher Rassenschande gesagt, sowas darf man ja heute überhaupt gar nicht mehr sagen, ja? Dann ist man ja gleich, weiß der Himmel, was für ein schlimmer Typ. Aber das haben ja die Völker entschieden aus irgendwelchen Gründen, ja? Weil es gibt ja eine bestimmte Entwicklung bei der Vermischung. Und ich meine, Kudove Kalergi hat es ja gesagt, wo die Vermischung hinführt. Nicht unbedingt zur Höherentwicklung. Warum machen denn bestimmte Völker Inzucht? Das haben die Fürsten und so weiter immer mit ihren Häusern gemacht. Deswegen sind die auch alle miteinander verbunden und verbandelt. Wenn man die Clintons mit dem Königshaus und den Bushes, es ist ja alles verbunden. Kümmert euch da mal drum. So, das führt zu einer Höherentwicklung. Aber man hat auch, wenn das zu eng sind, die Verwandtschaftsverhältnisse, den Ausschuss auf der anderen Seite. Das ist eben so. Und deswegen haben die Völker gesagt, zu viel Ausschuss können wir nicht durchfüttern, also bitte bleibt bei euren Leuten. Aber jetzt nicht in der Familie. Deswegen war es ja auch gesagt, also nicht jetzt Mutter mit Sohn und so weiter, das geht höchstens schief. Ja? Was verlangt jetzt hier Ströbele von den Grünen? Also Mutter mit Sohn und Vater mit Tochter kann ruhig demnächst. Ja? Das wollen die durchsetzen. Super. Ja? Also ich weiß nicht, ob das kulturell so angebracht ist. Kann man zumindest mal hinterfragen. Und was für Folgen das hat. Das ist ein Plakat der Bundesregierung. Ja, da steht auch groß hier um die Bundesregierung dran. Ich weiß nicht, ob Sie es von da hinten sehen können. Ich kann es mal versuchen, etwas zu vergrößern. Das wird dann wahrscheinlich aber relativ grobkörnig. Was sehen wir da? Familie Deutschland. Das Ding ist ungefähr 8-9 Jahre alt. Spricht doch für sich, oder? Und oben steht dann, muss ich den nochmal ein bisschen verkleinern wieder, mehr Chancen, mehr Rechte, mehr Sicherheit. Ich frage mich bloß, für wen? Ja? Also wir sehen ja nur, was hier so alles passiert. Da brauchen wir ja gar nicht viel erzählen. Da wieder, spricht ja alles für sich, oder? So. Dann haben wir hier eine ganz nette aus USA, Susan Sontag. Ne? Sieht ja auch aus, dass sie aus einem bestimmten Völkchen kommt. The white race is the cancer of human history. Also die weiße Rasse ist der Krebs der menschlichen Historie. Wie kommen die auf den Bolzen? Wenn sie geschrieben hätte, und jetzt wird es wieder komisch, ich sag's einfach mal verschlüsselt, das kleine Völkchen ist der cancer of human history, dann könnte man ja zum Teil das sogar begründen. Weil das waren die, die die Sklaven nach den USA gebracht haben mit ihren Schiffen und ihrem Geld. Und deswegen gab es vor ein paar Jahren mal, aber nur ganz klein in der Presse, eine Konferenz in Afrika und da haben die Afrikaner gesagt, jetzt wollen wir wieder Grundnahrungszahlung haben für die Sklavengeschichten von den USA und von Israel. Recht hatten sie. Und sie haben es auch noch begründet. Wieso zahlt denn Deutschland für, an die Juden für die vielen umgebrachten Leute? Wir wollen das jetzt auch. Was passierte bei der Konferenz? USA-Delegation und Israel-Delegation verließen unter Protest die Delegation. Die Veranstaltung. Super, ne? So sieht's aus. Es gibt übrigens von dieser Seite eine Menge Leute, dass diese liebe Kahane, ja? Stasi-Spitze, DDR, blub, 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 ne? Genau diese Sachen vorantreibt. Die sprechen alle für sich, diese Bilder, brauche ich gar nicht so zu sagen, ne? Jüdische Familie sehe ich keinen Schwarzen dabei, ne? Bei dem Propagandabild hier. Da auch nicht. Ne? Jugendliche, die achten nämlich ganz höllisch darauf, die achten sogar so streng darauf in Israel, dass wenn eine Israelitin einen Palästinenser heiratet, dann darf sie das zwar tun, aber sie dürfen in Israel keine gemeinsame Wohnung benutzen. Toll, ne? Das ist Rassismus, das kann man offen sagen. Naja, zwei Kinder sitzen vorm Fernseher, gucken sich diese neuen Bilder an, so muss es halt sein. In Kindergärten wird in den USA inzwischen erzählt, Weiße gibt es gar nicht, wir sind alle gleich. Naja, da muss man irgendwie Matsch auf den Augen haben. Ne? Ganz gleich sieht es zumindest nicht aus. Und so weiter, mit dem Spruch, ein kaukasischer Mann, schwarz angemalt, ist irgendwie cooler. Na gut, also, wieso soll es den Weißen nehmen? Den Vogel abgeschossen hat ein Video in USA, ich habe es leider jetzt in meinem Riesendatenschatz nicht wiedergefunden. Da kommt doch allen Ernstes
so ein schüchterner Mann rein, die Frau steht da in der Küche, und also so eine Wohnküche ist aber auch die Waschmaschine drin, so ein Toplader, so ein etwas größerer. Und man merkt, ja, er will irgendwie, ist er angetan, er will sexuell mit irgendwas anstellen. Aber sie so ganz abweisend, so nerv mich nicht und so. Und er kommt dann so ganz vorsichtig auf sie zu und will sie so ein bisschen streicheln oder was. Da packt sie ihn, reißt die Waschmaschine oben auf, stopft ihn kopfüber da rein, Klappe zu, es klappt ja so nicht, ne? Aber die Aussage, die jetzt kommt, macht die Maschine an, ratter, 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 und jetzt ratet mal, wenn sie den Deckel aufmacht, was da rauskommt. Ein Schwarzer, ein knackiger Schwarzer. Das hat den Vogel abgeschossen, das hätte ich heute ganz gerne vorgespielt. Das ist doch eine ganz klare Aussage. Schmeißt eure weißen Männer weg, vögelt mit einem Schwarzen. Deutlicher geht's doch gar nicht, oder? Ohne Worte, ne? Die haben ja gar nichts gesagt. So, das ist der Knaller. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe da jetzt so einen Bonbon vorgemacht. Das ist also voll nackt. Vielleicht, wer kennt das Ding? Das hat Kopp auch mal veröffentlicht, aber mit Vollverblendung. Und da steht, ich habe das mal übersetzt, was da steht. Also, Europa braucht dich. Ja? Und links steht, die Geburtenrate über den gesamten Kontinent ist im konstanten Absinken und der Nachwuchs der europäischen Männer wird schwächer mit jeder Generation. Also, die bringen nichts mehr, die Weichen. Rechts steht, geht nach Europa und startet eine Revolution. Baut eine bessere und stärkere Zukunft. Ein Baby pro Saison. Erschaffe eine neue Rasse. Erschaffe einen neuen Kontinent. Und oben steht ganz groß, Eurabia. Was heißt das? Eurabien. Hatte Spanien ja schon mal. Fragt mal ein paar Spanier, ob die das so witzig fanden. Ja? Was sagt uns das? Geht nach Europa, die Europäer brauchen mehr und stärkere Kinder und die europäischen Männer sind zu schwach. Also jetzt zitiere ich einfach mal. Also was hat Gandhi gesagt, um nochmal ein bisschen Mut zu machen, Leute? Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, das haben wir alle schon erlebt, dann bekämpfen sie dich, in der Phase sind wir jetzt gerade, und dann gewinnst du. Müssen wir bloß durchhalten, ne? Genau. Bei uns waren übrigens jetzt einen Tag davor, hätte fast nicht mehr geklappt, 6 Polizisten, ja, im Haus. Warum? Weil ich seit 4 Jahren die GZ nicht bezahle. 6 Mann! Nur mal nebenbei. Und sie haben meiner Frau angedroht, weil ich zufällig dann, erst war der Gerichtsvollzieher da, dann musste ich aber noch eine Besorgung machen mit dem Fahrrad. Dann zwischendurch sind die da wohl aufmarschiert, wollten aber nicht glauben, dass ich nicht zu Hause bin, obwohl der Typ das hätte sehen können, dass ich mit dem Fahrrad weggefahren bin. Ja. Und wenn sie jetzt nicht zulassen, dass das Haus vollkommen durchsucht wird, dann kommen wir mit der Hundestaffel. Sag mal, wo sind wir hier? Aber ich finde das so klasse, ja? Weil dadurch zeigt dieses Regime, muss man ja sagen, sie haben keine 2 Polizisten zur Verfügung für irgendeinen normalen Diebstahl oder Überfall bereitzustellen. Haben wir selber schon erlebt, solche Sachen. Aber 6 Leute, weil man GEZ nicht zahlt, ich lach mich kaputt, Schriftverkehr, so ein Ding, ich bin zahlungswillig und zahlungsbereit und zahlungsfähig und alles. Also das hat ein Nachspiel, da werde ich demnächst noch was zu bringen, um mal so eine Bedienungsanleitung, wie man sich gegen diesen Scheiß da wehrt. Ich meine, letztendlich ist klar, ihr seht, wie das dann enden kann. Will ich jetzt auch gar nicht ausweichen, Zeit dränge eh. Aber sowas kann einem dann auch wieder fahren. Aber lasst euch da nicht abschrecken, sie sind absolut im Unrecht. So, was hat Rockefeller gesagt, was auch hier zu diesem Ding da passt? Die Zerstörung der Familie und der Feminismus ist unsere Erfindung. Aus 2 Gründen. Denn vorher zahlte ja nur die Hälfte der Bevölkerung Steuern. Jetzt fast alle. Und weil jetzt auch die Frauen arbeiten gehen. Außerdem wurde damit die Familie zerstört. Und wir haben dadurch die Macht über die Kinder erhalten. Sie sind nun unter unserer Kontrolle mit unseren Medien, MTV, Hollywood und so weiter, ja, und bekommen nun unsere Botschaft eingetrichtert. So stehen sie nicht mehr unter dem Einfluss der intakten Familie, sondern unter unseren. Indem wir die Frauen gegen die Männer aufhetzen, mit Hilfe der Medien, und die Partnerschaft und die Gemeinschaft der Familie zerstören, haben wir eine kaputte Gesellschaft aus Egoisten geschaffen, die für die angebliche Karriere arbeiten. Denkt mal drüber nach, Leute. Macht nicht bis zuletzt das Rädchen weiter am Laufen. Macht Dienst nach Vorschrift, ja? Seht zu, wo ihr
was machen können gegen diese Maschine, die, weil wenn sie zum Ende so weiterläuft, werden wir durch diese Rädchen zermalmt werden und haben dabei mitgeholfen. Denkt dran. So, weiter. Und die Partnerschaft und die Gemeinschaft der Familie zerstören. Haben wir eine kaputte Gesellschaft aus Egoisten geschaffen? Könnt ihr doch unterschreiben, oder? Ja. Die für die angebliche Karriere arbeiten. Angebliche. Wie gesagt, Rockefeller. Alles konsumieren, was wir ihnen vorsetzen. Mode, Schönheit, Marken. Dadurch unsere Sklaven sind und es auch noch gut finden. Naja, shoppen. Die Manipulation der Gewohnheiten und Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element in den demokratischen Gesellschaften. Wer die Gesellschaft Mechanismen manipuliert, bildet eine unsichtbare Regierung und so weiter. John Lennon, der das Spiel ja erst mitgemacht hat, der auch hochgebracht worden ist durch die ganze Industrie da, hat ja nachher gesagt, diese Welt wird von Wahnsinnigen regiert, welche diejenigen, die das erkennen, für wahnsinnig erklären. Man hat ihn ja nachher umgebracht übrigens, in einem Hotel, was sehr okkulte, komische Sachen da auf der Balkonbrüstung hat, durch einen MK-Ultra-Typen. Warum? Da hat sie ja vorher die Japanerin kennengelernt und dann haben sie ja dieses Lied gemacht, Give Peace a Chance, was tiefenpsychologisch wirkt. Kennt ihr wahrscheinlich, Give Peace a Chance. Give Peace a Chance. Gib dem Frieden eine Chance. Rums. Und immer so. Das ist tiefenpsychologisch, geht das voll ins Unterbewusstsein. Das Ding durfte nicht gespielt werden in den USA. So, einmal zu Deutschland noch. Absolut gute Aussage. Haltet noch ein bisschen durch, Leute. Bald haben wir es geschafft. Mach in Ruhe. Politische Dummheit kann man lernen. Man braucht nur deutsche Schulen zu besuchen. Das geht noch weiter. Die Zukunft Deutschlands wird wahrscheinlich für den Rest des Jahrhunderts von Außenstehenden entschieden werden. Das einzige Volk, das dies nicht weiß, sind die Deutschen. Und wo stand das? Im Londoner Spectator am 16.11.1959. Oh oh, alles klar? Das Ausland ist sowas von konsterniert über uns, dass wir nichts machen. Die Araber haben schon seit Jahrzehnten gesagt, die macht endlich was Richtung Friedensvertrag und so weiter. Weil da hängen wir ja alle dran. Ich weiß nicht, ob wir da noch zu kommen. Schauen wir mal. So. So, und jetzt komme ich nochmal auf Psychopolitik. Und die Nummer ist, die Weltregierung, das Endziel der Weltregierung ist eine sozialistisch-kommunistische Weltregierung mit Vollversklavung. Und jetzt komme ich mit einem Ding hier, das ist Handbuch der Psychopolitik, das sollte ich euch besorgen, wenn es noch zu kriegen ist. Und zwar bei Michael Kent, gebt einfach Michael Kent mal ein, die kennt der Pesche, kennt vielleicht ein paar Leute. Da könnt ihr das Ding kriegen, Psychopolitik. Ein super Teil, das war sein Erstlingswerk, übrigens das Beste, was er gemacht hat. Hat er übersetzt aus dem Englischen. Ein super Ding. So. Also das ist quasi jetzt das Cover. Schöne neue Welt und der Riesentyp, der da einen Strippen zieht, um die Leute darunter eben zu beherrschen. So, und dann geht er los. Ich lese noch mal vor. Ist wieder Lesestunde. Hilft nichts. Und zwar Beria, der Typ, der da also von Schukow dann auch umgelegt wurde, hat in Amerika eine Rede gehalten. Vor amerikanischen Studenten an der Lenin-Universität. Lenin war uns der, der das ganz früh damals schon gesagt hat, wir müssen die Jugend früh sexualisieren, um sie besser in den Griff zu bekommen. Und das fand dann auch schon in der Weimarer Republik statt. Die Roaring Twenties, müsst ihr mal googeln, was da schon passierte. Da sind auch schon Fick-Jungs dann da an der Hand rumgelaufen, ganz offiziell, ne? In den Roaring Twenties, die so toll waren. Jetzt eine Beria. Also, Lenin-Universität. Ich freue mich über Ihre Anwesenheit beim Lehrgang über Psychopolitik. Und das ist ein Schlüssel. Psychopolitik ist eine wichtige, wenn auch weniger bekannte Abteilung der Geopolitik. Sie ist weniger bekannt, weil sie notwendigerweise mit höchst ausgebildetem Personal zu tun hat, mit der obersten Führungsriege der geistigen Heilung. Man achte auf die Verdrehung der Begriffe. Mit Psychopolitik werden unsere Hauptzielsetzungen wirkungsvoll vorangetragen. Ein Maximum an Chaos in der Kultur des Feindes zu erzeugen, ist unser allwichtigster Schritt. Unsere Früchte gedeihen in Chaos, Misstrauen, Wirtschaftsdepression und wissenschaftlichem Durcheinander. Höchstens ein ermüdeter Pöbel kann Frieden in der von uns angebotenen Staatsform suchen
Und letztlich kann nur der Kommunismus die Probleme der Massen lösen. Ein Psychopolitiker muss hart arbeiten, um das größtmögliche Chaos auf dem Gebiet geistiger Heilung hervorzubringen. Er muss alle Dienststellen und Einrichtungen der geistigen Heilung anwerben und benutzen. Er muss hart daran arbeiten, das Personal und die Einrichtungen der geistigen Heilung zu vergrößern, bis letztlich das gesamte Gebiet der mentalen Wissenschaft komplett von unseren Prinzipien und Interessen geleitet wird. Genau das haben wir heute. Denkt mal eben hier an, wie heißt er noch? Sind Sie neulich? Mollard. Gustl Mollard, ne, diese ganzen, und da laufen mehrere Mollards noch rum in Psychiatrien. Und das hat man ja massenweise gemacht, mit zigtausenden Leuten im Kommunismus. Und auch in der DDR verschwand einer ganz flott in diesen Heilungsanstalten und kam ganz wuschig wieder oder gar nicht. Und die Kinder, die wurden dann irgendwo anders verteilt und hören wir auf. Weiter geht's. Um diese Ziele zu erreichen, muss ein Psychopolitiker jede in Amerika entstandene Spielart geistiger Heilung vernichten. Das gegenwärtige Unterrichten von Freud, James Eddy und so weiter, muss verschwinden. Nur das kommunistisch orientierte Heilen soll übrig bleiben. Sie müssen so lange arbeiten, also die Studenten, ne, bis jeder Psychologielehrer wissentlich oder unwissentlich unter dem Deckmantel der Psychologie kommunistische Doktrinen lehrt. Sie müssen angestrengt arbeiten, bis wir die Herrschaft über die Gedanken und Körper jeder wichtigen Person in ihrer Nation besitzen. Sie müssen es erreichen, den Zustand der Geisteskrankheit in solchen Verruf zu bringen, dass sich über die Erklärung desselben solche Autorität, also dass sie sich solche Autorität verschaffen, dass kein Staatsmann, der mit diesem Etikett behaftet wird, also den man für verrückt erklärt, oder Verschwörungstheoretiker, das wird ja alles in diese Richtung schon geschoben, ja, jemals wieder ein gutes Ansehen bei seinen Leuten erhalten könnte. So vernichtet man die Menschen über die Publicity. Sie müssen so lange arbeiten, bis Selbstmord wegen geistiger Unausgewogenheit weit verbreitet ist. Haben wir. Prozac und so weiter, die ganzen Medikamente, die haben das ja verboten in Japan, weil massenhaft Leute, also nachweislich Suizid, wegen dieser Medikamente gemacht haben. Wegen Antidepressiva. Ja, Antidepressiva. Ja, das sind ja diese Medikamente. Nicht? Das ist ja süchtig machen und auch noch Leute so wuschig machen, dass sie sich dann umbringen. Ja? So. Und keine öffentliche Untersuchung oder ein Aufmerken nach sich zieht. Es ist nur noch irre, was da abgeht. Ne? So, also das ist jetzt er hier. Der ist aber noch nicht ganz fertig, der gute Mann. So. Sie müssen dafür sorgen, dass derartige Behandlungen als üblich und gebräuchlich akzeptiert werden. Haben wir alles. Sie müssen jegliche Behandlung oder jegliche Gemeinschaft, die danach trachtet, mit wirkungsvollen Mitteln zu behandeln, also alternative Behandlungen, ja, von der Bildfläche fegen. Ja. Sie müssen als angesehene Leute über das Gebiet der Psychiatrie und Psychologie sowie über Hospitäler und Universitäten regieren. Sie müssen den Mythos vorantreiben, dass nur der europäische Arzt im Gebiet der Geisteskrankheit Kompetenz besitzt. Und so weiter und so fort. Das Ding müsst ihr euch echt mal reintun. Ja? Und dann blickt ihr mal besser durch mit dem Scheiß. Der deutsche Rassenhygieniker und Gerichtspsychiater Professor Ernst Stransky, deutet auch auf einen bestimmten Namenszusammenhang hin, er starb 1962 hochgeehrt als Mitglied der amerikanischen Psychiatric Association, also der Psychiatrischen Vereinigung, veröffentlichte 1918 im Zentralorgan der Deutschen Irrenärzteschaft ein Programm für eine psychiatrische Weltherrschaft. Nach Stransky sollten neben rassistischen Elementen und Menschenhöherzüchtung, aber auch Tieferzüchtung, wie man sieht, im Justizwesen Richter, Ankläger und Verteidiger im Sinne einer politpsychiatrischen Ideologie erzogen werden. Haben wir alles. Als sogenannter Generalobersachverständiger sollten die Psychiater Führer und Richter der Menschheit werden. Bis 1960 bezog er sich in seinen wissenschaftlichen Arbeiten immer wieder auf dieses Programm, in dem die Bürger von der Wiege bis zur Grabe kontrolliert und gesteuert werden sollen. Und damals hatten die Steuerungsmechanismen noch nicht. Wie Handy, Fernseher, Radio, alles, sublime Nachrichten und. Die ganze Presse mit ihren Bildern, mit den suggestiven, sublimen Einblendungen, die man hat, egal ob bei Cola oder sonst wo. Die haben heute Möglichkeiten, da müssen wir unheimlich gut Nachhilfe uns selbst gedeihen lassen, dass wir das durchblicken und dann, nur wenn wir den Feind kennen, können wir ihn auch bekämpfen. Also da ist noch einiges zu tun.
Und insofern auch klasse, was ihr hier macht, dass ihr immer wieder so, ich sag mal so, Schulungen anbietet oder wie man es nennen soll, oder Aufklärung, dass möglichst viele Leute davon wissen. Und wir haben noch nicht verloren. Noch nicht. Aber wir sind ganz schön nah am Mist schon dran. Was geht hier an Schulen ab? Die ganze Gendernummer, die hier abläuft, ist dermaßen irre. Und ich habe jetzt mal gegraben, wo kommt das Zeug denn überhaupt her? Ich habe ein Papier rausgefunden, das kann ich auch mit einblenden nachher. Was denn? Achso, Kunst, können wir auch noch ganz kurz abhandeln. So, was findet denn hier so heutzutage schon statt? Also wer heute nochmal ins Theater sich verirrt, ja, der findet dann so hübsche Werke. Ich habe so einen rausgegriffen, das. Also das ist jetzt Don Giovanni, wird am heutigen Sonnabend da und da gezeigt. Blub. So, wie laufen die da rum? Das hat mit Don Giovanni, glaube ich, nicht mehr viel zu tun. Man denkt erst, kommt da gleich eine Stripshow. Ja? So. Aber, jetzt wird es richtig ulkig. Im Zusammenhang mit dem, was ich vorhin ausgeführt habe. Piss Christ. Also das ist jetzt eine Antikunst, also piss Christus an. Also im Judentum ist es ja so, also nicht, dass jeder Jude an das glaubt, aber das ist ja sogar so beschrieben, also Jesus soll in einem Pott von heißer Scheiße gekocht werden. Ne? So, das steht da in deren netten Ding drin. Da kann man ja nun verschiedene Meinungen zu sagen. Das ist Kunst und diese Künstler sind von dieser Ethnie. Das ist Kunst von Herrn Hermann Nitsch. Da gab es sogar einen Fernsehbeitrag zu, das Video habe ich auch aufgezeichnet. So sieht das dann aus. Es ist alles gegen Christentum. Es ist tiefste okkulte Scheiße. Ja? Blut und sonst was. Und gleich kommt die Krönung. Das ist noch nicht die Krönung. Aber solche Sachen kann man jetzt im Fernsehen ja sehen. Mit Prominente da irgendwelche Käfer fressen oder da im Schlamm rumwarten. Dadurch führen sie uns fort, dass wir die Gorgons sind, also die Tiere, die keine anderen Instinkte mehr haben als nur noch tierische, obwohl ein Tier macht sowas Irres ja nicht. Ne? So. Und dann kommt der Herr Nitsch mit noch so einem Ding. Moment, wo haben wir es denn? Und das ist wirklich der absolute Hammer. Das ist jetzt ein ganz frisch geschlachtetes Schwein, ja? Wo also eine Frau drin liegt, man kann das so nicht sehen, Beine breit und dann von einem Mann gevögelt wird in dem warmen Blut. So, das ist eine rituelle Handlung, Leute. Und was die machen in den obersten Kreisen, die fressen Babys, entschuldige, und sie saufen Blut. Und der erste Film von, wie hieß heute noch, der mit den langen Zähnen, der Blutsauger? Ja, das ist genau das, was in diesen Kreisen stattfindet. Ja? Googelt man nach sowas, und jetzt ist ja da Pizzagate und so, googelt da mal nach, guckt euch mal ein paar Videos an, dann wisst ihr, dass sowas schon immer stattfindet. Und ich habe bei mir auf der Seite, googelt mal bei mir auf chemtrail.de einfach Halloween. Und dann guckt euch mal an, was für hübsche Sachen der Lidl verbraten hat. Und ich habe da drei Videos hinten drauf. Also Halloween ist ein Kinderschlachttag, ja, ganz nebenbei. So, und die drei Videos guckt euch mal an, eins nach dem anderen. Also in deutschen Schulen, also das war jetzt erstmal in französischen Schulen, hat man ja hinten, wahrscheinlich sieht man das nicht so gut, versteht man nicht? In französischen Schulen wurden die Jungs aufgefordert, sich Röcke anzuziehen und zur Schule zu kommen, und die Mädchen sollten sich als Jungs verkleiden, damit man also besser erkennt, wie man in einem Körper sich fühlt. So. Und gut, das sieht man jetzt nicht, das ist also auch in deutschen Schulen angeregt worden, hat auch stattgefunden, gibt es auch Videos zu, wo so eine ganz glückliche Lehrerin dann da auch sagt, ja, das wäre auch eine tolle Aktion. Es führt dazu, dass heute speziell die Jungs kein richtiges Jungsbild mehr haben, weil sie im Kindergarten schon fast nur noch Frauen antreffen. Ein Männerbild sich gar nicht mehr an- oder abgucken können, auch mit Handwerk oder sonst was überhaupt nichts mehr zu tun haben. Sie machen uns zu willenlosen Sklaven, Leute. Da führt das hin. So, und jetzt lese ich mal vor, was die Jungs dann gebracht haben, was die Deutsche Lehrergewerkschaft auf der Seite hatte, was sie dann zwar nachher rausgenommen haben, die Leitlinien. Mal gucken, ob ich die jetzt hier finde. Also neue Leitlinien der Europäischen Religion für Sexualerziehung und so weiter. Experten befürworten Sexualerziehung von Geburt an und. Das war jetzt noch nicht die Lehrergewerkschaft. Ich glaube, ich finde jetzt die Seite nicht. Ist auch da. Nee. Moment. Mal eben durchklicken. Ja, ist egal. Geht auch ohne das.
So, die Leitlinien original aus einer Broschüre der Deutschen Lehrergewerkschaft zur Hilfe im Unterricht für Lehrer. Das Zwölfjährigen sollten folgende Fragen gestellt werden. Erstens, woher glaubst du, kommt deine Heterosexualität? Kann man das verstehen? Ja. Zweitens, wann und warum hast du dich entschlossen, heterosexuell zu sein? Drittens, ist es möglich, dass deine Heterosexualität nur eine Phase ist und dass du diese Phase überwinden wirst? Viertens, ist es möglich, dass deine Heterosexualität von einer neurotischen Angst vor Menschen des gleichen Geschlechtes kommt? Fünftens, wissen deine Eltern, dass du heterosexuell bist? Wissen es deine Freundinnen und Freunde? Wie haben sie reagiert? Sechstens, eine ungleich starke Mehrheit der Kinderbelästiger ist heterosexuell. Kannst du es verantworten, deine Kinder heterosexuellen Lehrern und Lehrerinnen auszusetzen? Siebtens, was machen Männer und Frauen denn eigentlich im Bett zusammen? Da fragt man sich, wer hat das denn geschrieben? Wie können sie wirklich wissen, wie man sich gegenseitig befriedigt, wie sie sich gegenseitig befriedigen können, wo sie doch anatomisch so unterschiedlich sind? Aber sind nicht alle gleich. Ja, ist ja nur irre. Achtens, obwohl die Gesellschaft die Ehe so stark unterstützt, steigen die Scheidungsraten immer mehr. Warum gibt es so wenige langjährige, stabile Beziehungen unter Heterosexuellen? Also ich weiß definitiv, dass die Stabilität bei Monosexuellen, also sprich Lesben und Schwulen, noch viel bescheidener ist. Ja? So, neuntens, laut Statistik kommen Geschlechtskrankheiten bei Lesben am wenigsten vor. Ist es daher für Frauen wirklich sinnvoll, eine heterosexuelle Lebensweise zu führen und so das Risiko von Geschlechtskrankheiten und Schwangerschaft einzugehen? Also keine Kinder mehr. Zehntens, in Anbetracht der Überbevölkerung stellt sich folgende Frage. Wie könnte die Menschheit überleben, wenn alle heterosexuell wären? Das muss man sich mal reinziehen. Elftens, und jetzt kommt der Hammer. Es scheint sehr wenige glückliche Heterosexuelle zu geben. Aber es wurden Verfahren entwickelt, die es dir möglich machen können, dich zu ändern, falls du es wirklich willst. Und jetzt kommt der Tipp und die Lösung. Hast du schon einmal in Betracht gezogen, eine Elektroschocktherapie zu machen? Zwölfjährige. Zwölf. Möchtest du, dass dein Kind heterosexuell ist, obwohl du die Probleme kennst, mit denen es konfrontiert wurde? Und das hat die Homo- und Schwulen-Szene eingebracht. Und das hat die GEW verbreitet. So, ich habe da angerufen und gesagt, die Broschüre schickt mir mal. Ja, müsste ich beitreten. Gut, dann habe ich sie letztendlich doch bekommen. Dann habe ich recherchiert. Wo kommt der Mist her? GSG, die GSC, Gender and Sexuality Center, heterosexuelle Fragen in USA, 22 Stück. Und jetzt ratet mal, von wann? Von 1972 haben die sich den Mist schon ausgedacht. Martin Rochlin, Gender and Sexuality Center, Student Services Building, Ground Floor. So, super, ne? Da müssen wir anrufen, die Lehrer aufsuchen, sagen, darauf ansprechen, das wollen wir nicht, begründen sie, woher kommt das? Die sogenannten Regierungsstellen, alle konfrontieren mit dem Mist. Es gibt ja zum Glück, das ist ja nur aufgeflogen, weil in der Talkshow, mal hier die, ich weiß nicht, wie heißt die gute Frau noch, die hat das mal vorgelesen in der Talkshow, entgegen der Vereinbarung wahrscheinlich, diese rechte Frage. Und dann, bumm, dann ging zum Glück die Bombe hoch. Wir merken es ja gar nicht. Ne? Gender tauchte auf schon vor 20 Jahren in deutschen Unis. Da ist mir auch mal so in der Hand geflogen, konnte ich gar nicht mit anfangen mit dem Mist, ja? Aber da habe ich auch gar nichts unternommen. Aber wo das hinführt, wie weit wir heute sind schon, die wollen uns alle umzüchten. Wahnsinn. Und sie sind technisch in der Lage. Sie haben jetzt schon sogenannte COMPs fertig, also künstliche Gebärmuttern. Das haben die sogar veröffentlicht neulich. Ja? Sie sind also dermaßen pervers, ist das alles. Sie haben jetzt in England mehrere, also ich glaube einige hunderte, Mensch-Schweinewesen gezüchtet. Das wurde schon vor 5 Jahren genehmigt, ja. Unter dem Vorwand, ja, Organzüchtung, ja, ne, eine Schweineniere ist einem ziemlich ähnlich, die kann man dann einbauen, aber die haben ganz andere Sachen noch vor, Leute, ja, so, okay, gleich haben wir es soweit. Da kann man also leicht wütend bei werden, obwohl ich eigentlich ein ziemlich duldsamer Mensch bin, aber wenn man sich das so reinzieht, dann kann einem ganz schlecht werden. Die Georgia Guidestones, die kennt ihr ja, ne? Wer kennt die Georgia Guidestones nicht?
Wusstest du, dass die oben mit Blut beschmiert sind, dass das ein riesiger Opfereintrag ist? Okay, wusste ich noch nicht. Also die Georgia Guidestones, erzählt mir hier gerade einer, sind von oben mit Blut beschmiert. Das wusste ich jetzt noch nicht. Ne? Da habe ich auch ein Flugblatt, das werde ich demnächst auch mal ins Netz stellen, dass man den Leuten das mal zwei Seiten so kopieren kann. Also diese hübschen Werke, da steht ja drin, haltet die Menschheit unter 500 Millionen. Das heißt, der Rest muss weg. Ne? Und das haben sie halt mit einem Multiprogramm vor. Da gehören also etliche Maßnahmen dazu, Ernährung und. Können wir heute nicht alles behandeln. So, was haben wir jetzt nochmal, eine Warnung hier? Also Eisenhower hat ja schon Folgendes gesagt zu diesem ganzen Konglomerat, was ja alles zusammengehört. Seine Abschiedsrede vom 17.01.1961. Wir müssen unsere Regierung gegen die unberechtigte Einflussnahme des militärisch-industriellen Komplexes schützen. Das Potenzial für eine verhängnisvolle Zunahme unberechtigter Macht existiert und dauert an. Ich kenne die Rede nur ganz kurz, ich habe die im vollen Wortlaut auf dem Kanal bei mir. Vom 27.04.1961, also ein paar Monate danach. Denn wir haben es mit einer monolithischen und ruchlosen weltweiten Verschwörung zu tun, die sich hauptsächlich auf verdeckte Mittel zur Erweiterung ihres Einflussbereiches stützt. Es werden diplomatische, geheimdienstliche, ökonomische, wissenschaftliche und politische Operationen kombiniert, um das zu erreichen und so weiter und so fort. Und man hat ihn ja umgebracht, das ist ja bekannt, nicht nur deswegen, sondern er wollte Israel quasi also da intervenieren und sagen, hier, er baut keine Atombombe, ja, weil die haben ja einen Uranfrachter entführt und so weiter damals. Und er wollte ihnen das wieder wegnehmen oder gar nicht so weit kommen lassen. Er wollte verschiedene Wall Street-Geschichten da machen. Er hatte ja schon also einen neuen Dollarschein drucken lassen, der gedeckt war durch Silber. Dann haben die gemerkt, holla, wo will der hin? Da müssen wir gleich das Pflänzchen zertreten. Und einige andere Dinge auch noch. Er hat die Kuba-Krise nicht richtig mit im Sinne bestimmter Leute unterstützt. Also, wir einfachen Leute müssen zusammenhalten, möglichst viele Leute noch aufwecken, damit wir eine bessere Welt bauen können. Und die Einwanderer, die jetzt hier sind, sind jetzt ja nicht alle nun schlecht. Sie sind angelockt worden mit ganz tollen Versprechungen. Die denken ja, die kriegen ja ein Haus und Mercedes und was weiß ich alles für ein Schwachsinn. Ja? Und der Plan soll, und der ist so perfide sein, das ist nicht von mir jetzt, ja? Dass sie, ich habe jetzt erst gedacht, es gab zwei Reden, ich habe die ja auch draufgepackt bei mir. Und zwar eine Rede von dem Zukunftsforscher, wie heißt er noch in den USA? Zanetti. Der hat Folgendes gesagt, also adressiert an die Einwanderer in aller Welt. Verlasst die Einwanderungsländer so schnell wie ihr könnt, solange ihr eure Beute noch mitnehmen könnt. Talente, ne? Ja. So. Und der Mann, der redet in der Regel keinen Quatsch. Ne? Und da habe ich gedacht, okay, das klingt so und das kann auch stimmen. Und dann hat ein arabischer, bärtiger Prediger sowas ähnliches gesagt. Und zwar nur für Frankreich. Er sagt, ihr Einwanderer in Frankreich, verlasst auf jeden Fall Paris, am besten aber Frankreich komplett. Wenn ihr nicht anders könnt, geht wenigstens aufs Land, wenn ihr das, was jetzt künftig kommt, überleben wollt. Da habe ich gedacht, okay, dann kann es ja nicht mehr lange dauern. Gut, jetzt habe ich eine Information bekommen. Ich kann jetzt nicht sagen, was eintritt. Es kann sogar sein, dass beides eintritt. Aber es soll geplant sein, dass die jetzt ihre Familie nachholen, immer mehr Frauen hier auch reinholen, die dann hier ein paar Jahre lang den westlichen Lebensstil kennenlernen. Dann sind sie zu Hause nicht mehr zu gebrauchen. Und dann werden sie sie wieder zurückschicken, um darüber, über die Frauen, die Revolution in den Ländern, also den Samen zu legen. Ne? So. Also das kann auch passieren, das wird dann noch ein bisschen dauern, da brauchen sie noch ein bisschen. Weil wenn die 14 Tage erst hier sind, dann wird das noch nicht klappen. Die müssen sich erstmal an gewisse Sachen hier gewöhnt haben. Naja, so. Was ich noch behandeln wollte, kommen wir heute aber nicht dazu. Das ist das Weißbuch über den Generalkriegsvertrag, wo quasi drinsteht, das kommt aus der DDR, ja. Aber die haben mal auseinandergefieselt, wie damals schon die Wiederbewaffnung der Bundeswehr passierte. Was sie da vorhatten. Da stehen da so Zitate drin, unter anderem, lasst doch die Deutschen für uns, also ihre Soldaten opfern, dann brauchen wir unsere nicht opfern und all sowas, ja. Richtig klar Text, also Quellen von US-Militärs, so das ist hier. Und ihr wisst ja wahrscheinlich, dass wir die uns zu einer gewissen Zeit aufeinanderhetzen wollten. Das war der Plan, ja, also jetzt hier Ost- und Westdeutschland aufeinander zu jagen, um uns zu eliminieren. Weil es gibt bestimmte Kreise, was ich vorhin auch vorgelesen hatte, da sind wir eine Gefahr. Aufgrund unserer Kultur, aufgrund unserer Beständigkeit, aufgrund unserer Genetik
Und warum kommt die Genetik? Das kommt daher, weil die weißen Völker, speziell hier oben, die mussten den Winter überleben. Und den Winter überlebte nur der, der Vorratshaltung, denkt mal dran selber, hatte, der nicht ganz auf den Kopf gefallen war. Und es ist eine Menge von den Leuten, die nicht schlau genug waren oder nicht kräftig genug waren, die sind einfach verstorben. Und deswegen hat sich das immer weiter nach oben entwickelt. Das ist Genetik. Und die Natur hat immer recht. So, ja. Und das wissen diese Typen. Deswegen müssen sie uns darüber schwächen. Ja? Physikalisch schwächen, physisch, aber auch moralisch. Rundum. Ja? Geld, Industrie, alles weg. Wir können ja nur mit unserem Grips, ja, hier überleben, weil wir haben nicht genug Fläche. Ja? So. Und bestimmte Leute, also siehe jetzt Hitler, du bist nicht der Hitler-Fan, aber der hatte das ja vor, ein autarkes Deutschland. Wir konnten selbst nach dem Bombenkrieg noch 40% der Bevölkerung mit Not und Nagel halt, aber immerhin noch ernähren. Danach kam erst das große Verhungern, weil die uns hier wieder durch Boykott, was sie übrigens immer machen, in allen Ländern, das nennen die dann neumodisch in der Zeitung Containment. Ja, Containment, ein Containment ist ein Behälter, wo der Deckel zu ist. So, das heißt, ein Land abschotten, nichts reinlassen, ja? Und was war im Irak los? Da sind 600.000 Kinder jämmerlich verreckt, Medikamente fehlten, alles mögliche, Nahrung fehlte, Babysachen, alles mögliche. So, und dann haben die Madeleine Albright, übrigens auch von dieser kleinen genetischen Sorte, ja, gefragt, ob sie es für gerechtfertigt hält, dass 600.000 irakische Kinder jämmerlich eingegangen sind. Dann hat sie 3 Sekunden überlegt und hat gesagt, alles in allem hält sie das vollkommen für gerechtfertigt. So, mit der Clique haben wir es zu tun. Und das ist die Ziehmutter von Joschka Fischer. Genau. Okay. Und Joschka Fischer hat in seiner Anfangszeit... Pornos vertrieben. Und der liebe Mann, der da im EU-Parlament gelandet ist, ne? Unser lieber Cohn-Bendit, nicht wahr? Auch von derselben Clique, ne? Hat ja in seinem Buch sogar geschrieben, wie eben die kleinen Mädchen im Kindergarten an den Hosenstall gegangen sind und wie toll das ist, wenn ein kleines Kind sich auszieht und wie sexy und so weiter. Diese Leute gehören voll dazu, das sind im Grunde Feinde der Menschheit. Ja. So, und damit schließe ich jetzt hier. Klasse, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich weiß, dass es anstrengend, so viel Text sich anhören zu müssen, ohne viele Bildchen. Normalerweise mache ich das immer mit Bildchen. Ging heute nicht. Ich habe da ganz viel reingepackt. Ich entschuldige mich dafür, dass es so viel war. Toll, dass ihr noch alle sitzen geblieben seid. Und macht weiter so. Ne?